Dann legen wir los, oder? Okay. Super. Ja, herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Ich freue mich, dass Sie wieder so zahlreich mit dabei sind. Erstmal die Frage: Sie können mich alle sehen und hören. Kurzen Daumen nach oben, Franziska. Ich glaube, es geht gut. Vielen Dank. Ja, herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Wie gesagt, ich freue mich sehr, dass Sie wieder so zahlreich mit dabei sind bei der inzwischen dritten Hauptveranstaltung im Rahmen der IFG-Veranstaltungsreihe Zukunftsfähiger Mittelstand zum Themenbereich Nachhaltigkeit. Die dritte Hauptveranstaltung. Und für diejenigen, die jetzt schon mehrmals mit dabei waren und einige sehe ich, die auf die das zutrifft, die wissen, dass wir in jeder Veranstaltung einen anderen Aspekt unter dem Begriff der Nachhaltigkeit diskutieren. Und heute geht es eben um den Aspekt der regionalen Vernetzung und der regionalen Zusammenarbeit. Erstmal möchte ich auch im Namen der Veranstalter Sie alle herzlich begrüßen. Und wer ist das? Namentlich sind das die IFG Ingolstadt, also unsere örtliche Wirtschaftsförderungsgesellschaft. Heute mit dabei der Koordinator der Veranstaltungsreihe, Herr Mayer. Außerdem heute mit dabei Herr Dörnkamp, der auch, zu dem kommen wir später noch. Er wird heute auch einen kleinen Vortrag halten zum Strukturfonds. Außerdem im Namen von Frau Christian von der IHK heiße ich Sie herzlich willkommen. Frau Christian ist heute auch mit dabei im Publikum. Und Herr Heidenreich und Frau Zoller von der Handwerkskammer sind heute mit dabei. Und in deren Namen darf ich Sie recht herzlich begrüßen. Mein Name ist Ritter. Ich bin vom Institut für angewandte Nachhaltigkeit dort in der Geschäftsführung und zusammen mit meiner Kollegin, die heute auch mit dabei ist und auch ein paar Worte zu Ihnen sprechen wird, Frau Franziska Hofstetter, auch vom INAS-Institut. Ja, wie gesagt, worum geht es heute? Heute geht es um regionale Vernetzung, regionale Zusammenarbeit, ein Thema, das wir auch im letzten Workshop diskutiert haben. Der Titel der heutigen Veranstaltung: Kurze Wege zum Ziel. Wie regionale Vernetzung eben befördert Kommunikation, Innovation und Nachhaltigkeit. Welche These haben wir? Steht dahinter? Die These, die wir heute diskutieren wollen, ist regionale Nähe, ist regionale Vernetzung ein Treiber für Kommunikation, erleichtert das die Kommunikation zwischen den Akteuren, führt das wiederum zu einer erhöhten Innovationsfähigkeit von Unternehmen und Regionen, und führt das wiederum zu mehr Nachhaltigkeit, zu einer nachhaltigen Entwicklung von Unternehmen und Regionen. Sind regionale Verbindungen stabiler, führt das zu Widerstandsfähigkeit, führt das zu einer erhöhten Resilienz, zu einer verbesserten Resilienz und wie hängt Resilienz mit Nachhaltigkeit zusammen? Das wollen wir heute diskutieren. Und dafür haben wir uns Protagonisten, Expertinnen eingeladen. Das ist zum einen Professor Dr. Harald Pechler. Okay, vielen Dank. Ja, und Franziska, dann würde ich bitten, dass wir die Charts teilen, dann können wir die Protagonisten besser vorstellen. Dann hat auch jeder ein Bild vor Augen, wer heute zu den geladenen Protagonisten zählt. Ja, vielen Dank, Michael, für die Einführung. Mein Name ist Franziska Hofstetter vom INAS-Institut und ich gebe Ihnen jetzt kurz mal nochmal einen technischen Überblick. Wir hatten es ja gerade eben erlebt. Eigentlich sollten Sie alle stumm geschalten sein, wenn Sie unseren Raum betreten. Bei wem das nicht der Fall ist, bitte nochmal ganz unten links auf Stumm schalten drücken. Und Ihr Video dürfen Sie teilen oder nicht. Das ist Ihnen offen gelassen. Dann haben wir im rechten Bereich eine Funktion, die heißt Reaktionen. Wer von Ihnen das neueste Zoom-Update besitzt, kann da draufdrücken und sieht dann die Option Hand heben. Wer diese Funktion nicht hat, bitte keine Panik kriegen. Das ist einfach nur ein Update. Sie können einfach Ihre Fragen direkt in den Chat schreiben, die anderen natürlich auch. Oder eine Reaktion mit der Partytüte oder Daumen hoch und wir werden dann schon auf Sie aufmerksam und nehmen Sie dann mit auf. In der Mitte
der Bedienfunktionen finden Sie die Chat-Funktion. Da dürfen Sie alle Fragen an uns reinschreiben. Der Max und ich halten da ein bisschen den Überblick und werden die Fragen dann auch hier an unseren Moderator, den Michael, stellen. Ansonsten, wenn es technische Probleme gibt, dürfen Sie auch eine Chat-Nachricht direkt an mich schicken und wir probieren, das dann zu beheben. Ansonsten brauchen Sie keine weiteren Funktionen heute in Zoom. Einfach nur ans Stummschalten denken und nachher in der Podiumsdiskussion, da bitte ich Sie dann sogar, sich zu entmuten, diejenigen, die was sagen möchten. Ansonsten gerne auch per Chat. Und dann gebe ich wieder an dich ab, Michael, und teile mal unsere Präsentation für heute Abend. Super, danke, Franziska. Ja, wir sind schon bei der Agenda und schauen wir da kurz drauf. Wie gesagt, wir haben heute Expertinnen, Experten eingeladen, um das Thema regionale Vernetzung im Zusammenhang mit Resilienz und Nachhaltigkeit zu diskutieren. Das ist zum einen Professor Dr. Harald Pechlaner. Dann haben wir einen Vortrag von Dr. Carsten Dörnkamp von der IFG, der uns nochmal die Eckdaten zum Strukturfonds vorstellen wird. Wir haben dann eine Gesprächsrunde mit allen Protagonisten geplant. Und dort sind auch Ihre Publikumsfragen sehr willkommen. Und wir werden so gegen 19.30 Uhr zur Verabschiedung kommen und eben zum Ausklang. Das soweit zur Agenda. Professor Harald Pechlaner, ich glaube, er ist bei den meisten, die heute mit dabei sind, bekannt. Er ist Inhaber des Lehrstuhls Tourismus an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Genauso leitet er dort das Zentrum für Entrepreneurship. Er ist auch an der Eurac Research in Bozen tätig, ist dort Leiter des Center for Advanced Studies. Er hat viele weitere Positionen inne, Leiter des Kompetenzzentrums Tourismus des Bundes und so weiter. Auf alles kann man hier gar nicht eingehen. Was ich noch sagen möchte, ist, dass Herr Pechlaner bekannt ist für seine Expertise im Bereich Standort- und Regionalentwicklung und ihm auch bestens die Regionalentwicklung der Region Ingolstadt bekannt ist. Nicht nur dadurch, dass er seinen Lehrstuhl hier in der Region hat, sondern auch durch verschiedene Studien und Forschungsprojekte, die er durchgeführt hat. Und eine davon wird er heute auch vorstellen. Ich nenne sie jetzt mal die Resilienzstudie, eine ganz aktuelle. Darüber wird er uns heute etwas berichten. Dann außerdem haben wir heute hier Frau Eberl. Auch sie wird bekannt sein. Sie leitet die Geschäftsstelle der Initiative Regionalmanagement Ingolstadt. Hat diese Position seit 2016 inne. Davor war sie Referentin, auch schon bei der IRMA für regionale Wertschöpfung. Ist ausgebildete Medien- und Kommunikationswissenschaftlerin. Und sie wird uns heute ja aus der Perspektive des Regionalmanagements über ihre Eindrücke, über ihre Ziele im Bereich der Regionalentwicklung berichten. Und passend dazu, ja, auf der einen Seite Regionalmanagement, auf der anderen Seite haben wir die klassische Wirtschaftsförderung heute mit dabei als Referenten in Person von Dr. Carsten Dörnkamp, der seit 2020 Innovationsmanager bei der IFG ist. Er ist promovierter Chemiker und war unter anderem in Sao Paulo tätig und hat dort verschiedene Forschungsprojekte durchgeführt. Und er wird uns heute eben seine Perspektive auf das regionale Vernetzung geben und insbesondere auch nochmal aufzeigen, wie die kleinen und mittleren Unternehmen der Stadt Ingolstadt an Fördergelder für Zukunftsthemen wie Nachhaltigkeit herankommen. Ja, und dann würde ich auch schon das Wort an Professor Dr. Harald Pechlaner übergeben. Und ich freue mich genauso wie Sie über seinen Vortrag über die Resilienzstudie, aber nicht nur darüber, sondern insgesamt auch über seine Einblicke zum Thema Regionalentwicklung, Nachhaltigkeit und Resilienz. Harald, du hast deinen Bildschirm, deine Folien schon geteilt und du darfst loslegen, sobald du bereit bist. Herzlichen Dank, Michael. Ein herzliches Dankeschön an die Organisatoren und Organisatorinnen dieses Abends. Ich freue mich, dabei sein zu dürfen
Ich begrüße Sie eben ganz herzlich, auch im Namen von Elina Gavriljuk. Sie ist Mitarbeiterin am Lehrstuhl und sie war auch maßgeblich an der Umsetzung und am Erfolg dieser sogenannten Resilienzstudie. Michael, du hast sie so genannt, wie wir sie landläufig mittlerweile nennen, beteiligt gewesen. Deswegen ist der Titel meines kurzen Vortrages Resiliente Region Ingolstadt über den Zusammenhang von Widerstandsfähigkeit, Nachhaltigkeit und Innovation in regionalen Netzwerken. Michael Tretter hat es natürlich schon angedeutet, das Verknüpfen von Nachhaltigkeit und Regionalität, beispielsweise mit den regionalen Netzwerken, ist ja so einfach nicht. Aber es ist schon ein Stück Wahrheit, wenn man sagt, dass die regionalen Verbindungen eben stabile Verbindungen sind und die Stabilität solcher Verbindungen ein Stück weit auch schon das ist, was wir als beispielsweise als wirtschaftliche, aber am Ende auch als gesellschaftliche Nachhaltigkeit bezeichnen können. Wir reden in diesen Wochen, Tagen und Monaten dieser pandemischen Zeit sehr viel über Resilienz und was dieser Begriff ist, außer dass es ein Modebegriff ist, versuche ich in Ansätzen auch hier in diesem Vortrag zu klären. Resilienz bedeutet Robustheit, bedeutet Krisenfestigkeit im Großen und Ganzen. Aber die Frage ist, ob möglicherweise Robustheit und Widerstandsfähigkeit auch dazu führt, dass man in starren Netzwerken wenig flexibel wird, in starren Netzwerken vielleicht auch die Innovationskraft auf der Strecke bleibt. Deswegen schon resilient, die Gesellschaft macht den Igel. Ja, wenn man sich einigelt als Gesellschaft, wenn man sich einigelt als Region, dann ist das eigentlich nicht der richtige Ansatz. Die Resilienz bedeutet eben auch, diese Durchlässigkeit zu ermöglichen, um entwicklungsfähig zu bleiben. Zur Nachhaltigkeit möchte ich kein Wort oder nicht viele Worte verlieren, außer dasjenige, das auch in dieser beinahe postpandemischen Zeit, so wollen wir hoffen, die Nachhaltigkeit jetzt fröhlich Urstand feiert und ganz im Gegenteil mehr und mehr auch von Akteurinnen und Akteuren in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft eine Ära der Nachhaltigkeit ausgerufen wird. Und sogar mit einem Ausmaß ähnlich einer industriellen Revolution vergleichbar ist. Was da interessant ist, ist, dass eben Nachhaltigkeit ganz stark jetzt mit Digitalisierung in Verbindung gebracht wird. Das passiert auf Branchenebene, das passiert aber auch auf einer Metaebene. Und deswegen, hier steht ja auch, unsere Reise voran wird natürlich schwierig sein. Als Zusatz zu einer Aussage, die Al Gore getroffen hat, noch gar nicht so lange her. Deswegen ist die Frage nach den kurzen Wegen zum Ziel ja auch schon noch mit einem Fragezeichen zu versehen. Der Weg wird vermutlich ein steiniger werden. Das Ziel hat man aber vor Augen und wir werden Wege und Möglichkeiten finden müssen, um dieser Nachhaltigkeit näher zu kommen. Ich springe noch einmal weit zurück in das Jahr 2010, 2011. Wir waren damals gemeinsam mit der Technischen Universität München im Auftrag der Audi AG beauftragt, uns um die Wertschöpfungskompetenz der Region Ingolstadt zu kümmern. Viele von Ihnen, die hier sind, kennen dieses Projekt. Es war ein Stück weit auch der Auftakt für eine größere Diskussion der Vernetzung und der regionalen Einbettung von, ich sage jetzt einmal, Ingolstadt und Umgebung. Und daraus ist dann eine Studie entstanden, wo ein Teilaspekt diese Netzwerkanalyse war, die hier noch einmal auf einem Chart zusammengefasst wurde, bekannt geworden auch als die Spinne im Netz. Diese Grafik hat für viel Diskussion gesorgt. Es wurde viel reflektiert. Und ich denke, es ist immer wieder gut, darauf zurückzukommen. Wir haben hier ein Netzwerk, das sehr konzentrisch auf ein Zentrum zuläuft. Wir haben ein Netzwerk, wo die Akteure in diesem Netzwerk untereinander nicht im großen Stile verbunden sind, sondern eben, wie gesagt, auf das Zentrum zulaufen. Und wir haben ein Netzwerk, das sehen Sie oben links,
wo viele Akteure gar nicht vernetzt sind, weil sie entweder keine Möglichkeiten haben, im Netzwerk anzudocken oder aus wirtschaftlichen Gründen beispielsweise keine Ansatzpunkte für die Vernetzung eben finden. Das ist ein Stück weit ein Ausgangspunkt gewesen, auch für die regionale Entwicklungsdiskussion der letzten Jahre. Wir haben dann noch im vor der Pandemie eine kleine Tagung gemacht, gemeinsam mit Irma, die Transformationsstrategien für die Regionalentwicklung, die IHK zusammen. Es war eigentlich eine interessante Tagung, weil wir viele Ansätze, die jetzt wieder wichtig wären, Stichwort Resilienz, eben auch schon kurz vor dieser Pandemie gemeinsam diskutiert hatten. Die Identifizierung eines Netzwerkpools von Stakeholdern ist am Ende immer noch die Basis für die Entwicklung, egal ob auf urbaner oder auf ländlicher Ebene, egal ob in welcher Größenordnung die Region eben sich befindet. Ja, und dann kam auch schon, man muss schon fast sagen, wenige Tage vor Ausbruch der Pandemie diese Studie daher. Auftraggeber war Irma, es ist ja heute auch Iris Eberl hier, und wir waren damals beauftragt, eine Studie zur regionalen Resilienz für die Region Ingolstadt zu machen. Die Studie liegt vor, sie kann auch angefordert werden. Sie wurde im Mitgliederkreis von Irma schon präsentiert, und ich werde versuchen, jetzt einige Aspekte aus dieser Studie, die zum Thema passen, wie es Michael Tretter präsentiert hat, vorzustellen. Zur Zielsetzung dieser Studie ganz kurz: Was muss getan werden, um die Wirtschaftskraft der Region zu erhalten? Die wird die Region insgesamt widerstandsfähiger, eben resilienter aufzustellen. Viele Fragen gehen mit dieser zentralen Frage einher. Es sind die Fragen zu Stärken und Schwächen, zu Indikatoren der Anpassungs- und Widerstandsfähigkeit. Wer sind die Akteure? Wie sollten die Akteure eben am Ende auch vernetzt werden, und welche Maßnahmen können die Resilienz der Region steigern? Ohne hier in die Details des methodischen Vorgehens einzugehen, kann ich nur eines sagen: Es war eine sehr umfassende Studie, wo wir qualitativ und quantitativ gearbeitet haben, wo wir Experteninterviews, Workshops, einen Indikatoren- und einen Maßnahmenworkshop, eine Bürgerbefragung und eben dann parallel dazu eine sogenannte Real-Time-Delphi-Studie in das Forschungsdesign dieser Studie integriert haben. Nun zum Resilienzansatz im regionalen Kontext. Um was geht es? Es geht am Ende auch darum, in Anlehnung an die Nachhaltigkeitsdiskussion die ökonomische Resilienz, die soziale Resilienz und dann noch im Speziellen für das politisch-institutionelle System die politische Resilienz herauszuarbeiten, wenn es darum geht, regionale Resilienz zu definieren. Resiliente Systeme sind miteinander vernetzt, kooperieren und interagieren miteinander. Wir haben also nie eine regionale Resilienz, sondern es sind am Ende immer Teilresilienzen eines Wirtschaftsnetzwerkes beispielsweise, eines politisch-institutionellen Systems oder von gesellschaftlichen Teilgruppen. Aber idealerweise interagieren sie miteinander. Und so sind wir auch schon bei einigen Ergebnissen der Studie. Das mag jetzt etwas wirr aussehen. Es ist eine sogenannte WinRELAN-basierte GABEC-Auswertung auf der Grundlage der vielen qualitativen Interviews, die wir gemacht haben. Was Sie hier sehen, sind dicke Verbindungen und dünnere Verbindungen. Je dicker, umso mehr sind sie auch in den Interviews als relevant hervorgehoben werden. Und was Sie hier sehen, ist, dass Wirtschaft, Gesellschaft und Politik sozusagen bestimmend sind in der Verbindung für die Robustheit, für die Resilienz der Region. Und was für uns auch noch einmal interessant war, dass die Wissenschaft gerade in der Verbindung von Wirtschaft und Politik eine wichtige Rolle spielt. Man könnte herauslesen, wenn man möchte, dass die gesellschaftliche Funktion der Wissenschaftssysteme in der Region Ingolstadt noch etwas unterbelichtet sind und ausbaufähig sind. Aber für mich wichtig hier in dieser Diskussion ist, dass Wirtschaft, Politik, Gesellschaft
eigentlich ein, wie soll ich sagen, ein Kernsystem für die Resilienz darstellen, wo es gilt, weiterzubauen und wo auch wir als Wissenschaft ohne Zweifel auch weiterhin relevante Aufgaben zu erfüllen haben. Resilienz, zu was resilient? Ja? Wir reden natürlich von Risiken, wir reden von Gefahren, wir reden von Naturgefahren, wir reden von Terrorismus, von Pandemien und Epidemien. Also einerseits abrupt auftretende Schocks, die zumeist von außen auf uns einwirken, und zum anderen aber auch langsam einwirkende Stressoren. Ja? Der Klimawandel, Fragen der Globalisierung. Wir erinnern uns an die intensive Diskussion der Gewinner und Verlierer der Globalisierung. Das hat auch immer ganz schnell dann mit Standortfragen zu tun. Welche Standorte sind die Gewinner und welche Standorte sind die Verlierer? Wenn wir an unsere Standortmaps allein für die Bundesrepublik denken, dann sehen wir eigentlich den Standort Ingolstadt immer in einer sehr, sehr hell erleuchteten Zone, in einer positiven Zone. Oder auch der demografische Wandel, Dinge, die wir unmittelbar nicht spüren, aber sehr wohl sogenannte Stressoren sind, die dann am Ende auch die Frage aufwerfen, wie kann man sich warm anziehen, wie kann man krisenfester werden, wie kann man robuster werden. Und dann beinhaltet die Resilienzforschung auch noch eine andere gewichtige Frage, nämlich zusammengefasst in den beiden Schlüsselbegriffen Bounce Back oder Bounce Forward. Also einmal ist die Resilienz, die ursprünglich aus den Ingenieurwissenschaften kommt, verbunden mit der Idee, dass ein System, das aus dem Gleichgewicht gerät, wieder in sein ursprüngliches Gleichgewicht zurückgeht. Das wäre hier jetzt dargestellt mit Bounce Back. Und andererseits zunehmend in der Resilienzforschung, in der inter- und multidisziplinären Resilienzforschung, die Frage des Bounce Forward, nämlich ein System, das imstande ist zu lernen und sich dann an veränderte Rahmenbedingungen anpasst und nicht mehr zurückkehrt in den ursprünglichen Zustand, sondern eben ein neues Gleichgewicht einnimmt. Ich denke, diese Frage beschäftigt uns in dieser hoffentlich zu Ende gehenden Pandemie ganz besonders. Wir reden ja von einer neuen Normalität, von einer Normalität, die nicht mehr die ist, die wir kannten, bevor diese Pandemie ausgebrochen ist. Wir reden davon, dass sich ganze Systeme transformieren. Wir wissen nicht genau, wo wir rauskommen, aber wir wissen, dass Systeme mehr oder weniger lernfähig sind und sich an neue Gegebenheiten anpassen können. Erlauben Sie mir noch einen schnellen Einblick in ausgewählte Erkenntnisse aus dieser Studie. Wenn wir diese WordCloud hier anschauen, bezogen auf die Frage, wie würden Sie die Region Ingolstadt mit einem Wort beschreiben? Je größer die Worte, umso wichtiger waren sie. Oder umso häufiger lebenswert, Audi geprägt, vielfältig, ländlich, wirtschaftsstark, Bayern mittig, sind doch schöne Worte und Begrifflichkeiten und Assoziationen. Aber die lebenswerte, das lebenswerte Zentrum hier ist auch noch einmal sehr, sehr wichtig für die Resilienz, weil es auf die Lebensqualität einzahlt und wohl auch in der Verbindung mit der Wettbewerbsfähigkeit, auf die wir dann noch schnell zurückkommen. Besonders gut gefällt den Befragten die zentrale Lage, also wir sind bei Standortfaktoren, die Nähe zur Natur, der attraktive Wirtschaftsstandort, berufliche Perspektiven, und dann sehen Sie die weiteren Elemente, die genannt wurden. Ja, also die zentrale Lage, die Nähe zur Natur und die Attraktivität des Wirtschaftsstandortes stehen hier. Daraus ableitend eine These für die Real-Time-Delphi-Studie. Die Region wird eine Transformation hin zu einer diversifizierten, dynamischen Wirtschaft vollziehen, welche die Entwicklung bislang wenig ausgeprägter Branchen und Arbeitsfelder beinhaltet. Sie sehen hier ein hohes Maß an Zustimmung. Zugleich auch eine bestimmte Unsicherheit. Also wir würden sagen, ja, sicher ist sozusagen die eine Hälfte dafür. Die eine Hälfte sieht das, die andere Hälfte sieht das vielleicht weniger. Das erinnert uns noch einmal an diese Bounce Back, Bounce Forward Folie von vorhin. Digitalisierung und nachhaltiges Denken, das sehen wir aber schon sehr stark, und Handeln wird als zukunftsweisend gesehen.
Welche sind nun die Handlungsempfehlungen? Einige Handlungsempfehlungen, die sich aus den verschiedenen Teilstudien dieser Resilienzstudie ergeben. Da geht es um einige Aspekte, die ich jetzt noch im Detail zeigen werde. Und hier noch einmal so ganz grob völlig unterschiedliche Ansatzpunkte, Infrastruktur, Mobilität, aber auch eine Lebensraumholding, die Utopie Diversity Hub Region Ingolstadt, die Förderung der Kultur- und Kreativwirtschaft oder eine gemeinschaftliche Leitbildentwicklung. Das eine oder andere ist ja im Laufen und nimmt gewissermaßen auch die Ergebnisse dieser Studie vorweg. Ein Thema, das auch in den Workshops intensiv diskutiert wurde, geradezu dort ja auch noch einmal aus der Taufe gehoben war, war diese Utopie Diversity Hub Ingolstadt. Das war ganz interessant, denn die Ergebnisse in unserer Studie haben ja Ähnliches ergeben. Wirtschaft, Wissenschaft und sozusagen die, sagen wir, Kunstkultur müssen wesentlich stärker eigentlich eine Symbiose eingehen. Man könnte salopp sagen, dass Kultur, Kreativität und dazu gehört ohne Zweifel dann auch Design und Kunst eben notwendige Aspekte oder Elemente sind, um die Resilienz der Region Ingolstadt für die Zukunft zu stärken. Das ist an und für sich nichts Neues. Lieber Michael, ich habe einen alten wissenschaftlichen Beitrag von uns beiden hier mit in die Folie mit hineingenommen. Spaces of Inspiration and Innovation and the Role of Creativity, the Cases of Graz and Ingolstadt. Ja? Wo wir ja in einer kleinen Studie besser verstehen wollten, warum die Designer in Ingolstadt nicht so gerne sind wie vielleicht in München oder in Graz. Warum sind die alle dort? Design braucht auch ein kreatives Umfeld. Die Hochkreativen sind nicht unbedingt in Ingolstadt, aber in Ingolstadt sind die hochspezialisierten Kräfte wesentlich stärker. Das ist alleine schon durch den Mobilitätscluster gegeben. Was diese Stadt und das Umland braucht, ist die Kultur und Kreativität, um sozusagen auch den Wirtschafts- und Lebensraummotor am Laufen zu halten. Und in unserer Studie sehen wir das eben auch hier. Diversity, Kunst, Kultur, das ist sozusagen der Rahmen für das, was als Kreativität und und Kreativwirtschaft dargestellt werden. Das sind die Quellen von Resilienz. Oder einige wichtige Quellen von Resilienz, wo wir, das darf ich auch sagen, ohne Zweifel noch stärker investieren müssen. Wenn wir nun an Dialogformate, es geht jetzt schon in Richtung Umsetzung und Umsetzbarkeit geht, an der Schnittstelle von Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft, so möchte ich zuallererst aus meiner Sicht sagen, wenn ich zurückdenke an die vor über 10 Jahren entstandene Grundlagenstudie zur Wertschöpfungskompetenz der Region Ingolstadt und ich heute auch in diesen Zoom-Raum sehe oder wenn ich an die Workshops denke, dieser hier vorgestellten Resilienzstudie, dann hat sich in Sachen Netzwerkkompetenz unglaublich viel getan und die Region Ingolstadt ist an der Stelle extrem dynamisch unterwegs gewesen und man kann davon ausgehen, dass sie dies auch in Zukunft tun und sein wird. Die offene und ehrliche Auseinandersetzung, die Transparenz nach innen und außen, Bewusstsein zu schaffen, Akzeptanz zu entwickeln. Wir sprachen gestern in einer anderen Tagung davon, Mut und Neues zu wagen, Rahmenbedingungen für das innovations- und wissensfreundliche Umfeld zu schaffen, aber auch Räume und Formate sind am Ende auch wichtige Elemente, um Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Wissenschaft zusammenzuführen. Das kann nicht die Wissenschaft alleine leisten, das ist auch nicht ihre alleinige Aufgabe, aber Sie wissen, dass die Katholische Universität gemeinsam mit der Technischen Hochschule Ingolstadt ein Transferformat, das auch vom Bund gefördert wird, seit einigen Jahren betreiben, wo es darum geht, die Regionalentwicklung auch von Seiten der beiden Wissenschaftsträger aktiv mitzugestalten. Und das ist ein Thema, das uns auch in den nächsten Jahren sehr stark beschäftigen wird. Wie sind die Handlungsempfehlungen der Studie also zu verstehen?
Der Schlüssel zur regionalen Resilienz ist die Kreativität. Das bedeutet, Probleme nicht über die üblichen Lösungen anzugehen, sondern diese auf neuen Wegen zu bestreiten. Ja? Und die Anpassungsmaßnahmen sind nicht allein die Aufgabe politischer Akteure. Resilienzstrukturen sind auf sozialen Zusammenhalt und ein bürgerschaftliches Engagement angewiesen. Das sind alle. Wir können nicht einfach sagen, die Politiker sind gewählt und deswegen müssen sie machen. Es ist unser Job, dass jeder seinen Beitrag leistet. Das Beitragsdenken in diesem Sinne in einer Vernetzung ist extrem wichtig. Auch ungewöhnliche Akteurskonstellationen sind wichtig für die Vernetzung und für die Anpassungsfähigkeit des Vernetzens. Am Ende der schwierige Zusammenhang von Widerstandsfähigkeit, Nachhaltigkeit und Innovation in regionalen Netzwerken. Ich habe vorhin schon das Verhältnis von Nachhaltigkeit und Digitalisierung als wichtig hervorgehoben. Das wird in den nächsten Jahren massiv an Bedeutung zunehmen. Man dachte lange, die beiden Begriffe hätten miteinander nichts zu tun. Ganz im Gegenteil, die massive Digitalisierung der letzten Monate und der wenigen Jahre zurückliegend hat gezeigt, dass dadurch auch viele Facetten der Nachhaltigkeit in Fahrt kommen, dynamischer werden. Es ist und bleibt ein Qualitätsfaktor. So würden wir das aus unserer Studie heraus auch verstehen. Und sie hat eine treibende und gestalterische Kraft und steht für Qualität und Innovation. Also der Zusammenhang, das ist nicht etwas, Nachhaltigkeit verhindert nicht Innovation, sondern Nachhaltigkeit ist ein Treiber für Innovation. Und das ist ein Verständnis, dass dieser Region jedenfalls gut tut und dass auch die Studie hervorgeht. Innovation müssen wir verstehen im Kontext einer Transformationsforschung. Sie sehen hier auf der rechten Seite in der Mitte diese Sociotechnical Ebene, wo vieles in Bewegung geraten ist. Die Pandemie hat diese Bewegungen noch viel mehr beschleunigt. Wir können sie auch nicht mehr aufhalten. Transformation können wir nicht steuern. Sie läuft und was wir tun können, ist auf sie Einfluss nehmen und sie auch mitgestalten, Weichen stellen, wenn Systeme in Bewegung sind. Das ist eigentlich auch die Aufgabe von Systemen, von regionalen Netzwerken, die für sich den Anspruch haben, nachhaltig sein zu wollen, die für sich den Anspruch haben, resiliente Systeme in Zukunft sein zu wollen. Und deswegen ist diese Netzwerkfähigkeit, wie Sie sie auf dieser Folie auch noch einmal sehen, so wichtig. Es geht um Vernetzung im Sinne von, Sie sehen unten diese dicke Linie hin zur Vernetzung, junge Unternehmen zu fördern. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, der auch hier noch einmal herauskommt. Aber natürlich auf der anderen Seite auch die etablierten, die großen Player mit den jungen Unternehmen, mit den kleinen Playern zusammenzuführen. Das ist für mich eigentlich eine schöne Folie, um die sogenannten Entrepreneurial Ecosystems, die unternehmerischen Ökosysteme, die wir derzeit sehr intensiv diskutieren, als mögliche Form der Organisation von Netzwerken sinnstiftend in Diskussion, also zu entwickeln. Ja. Also Netzwerke neu ausrichten, sinnstiftend sein und sichtbar werden auf der einen und auf der anderen Seite junge Unternehmen mit etablierten Unternehmen stärker zusammenführen. Denken Sie noch einmal an die Spinne im Netz. Das Problem des Netzwerkes von damals war, dass diese kleinen Unternehmen miteinander wenig Vernetzungskompetenz haben, sondern eben alle hin zum Zentrum vernetzt sind. Allerdings in einer sehr starken Ausprägung. Das starke Netzwerk ist ja nicht nachteilig. Ja? Man muss nur aufpassen, dass das starke Netzwerk durchlässig bleibt, permeabel bleibt und damit eigentlich auch wettbewerbsfähig bleibt. Ich komme zum Ende. Wie können regionale Netzwerke insofern kooperieren, indem man sozusagen Kooperationen als Kultur versteht und dadurch Vertrauen aufbaut? Die Pandemie hat leider die Gesellschaften stärker auseinandergetrieben wie zusammengeführt. Die sogenannten Inequalities, die Ungleichheiten nicht nur auf sozialer Ebene nehmen massiv zu. Und wir tun gut daran, die regionale Resilienz auch vor dem Hintergrund postpandemischen Verantwortlichkeiten und Herausforderungen
zu sehen. Es geht um resiliente Organisationen, die Unternehmen und die Vernetzung der Unternehmen, und es geht um resiliente Regionen. Und beides gehört aber zusammen. Je mehr Organisation und Region diese Symbiose eingehen und sich miteinander in einer gemeinsamen Verständnis wiedererkennen, in einer gemeinsamen Identität geradezu wiedererkennen, umso spannender ist es auch für die Bindefähigkeit und für die Verantwortung von Unternehmen in dieser Region. Das bedeutet nicht, rückwärtsgewandt zu sein, das bedeutet nur, eine Resilienz aufzubauen, die auch im globalen Wettbewerb eine wichtige Säule darstellen kann. Die Gemeinsamkeiten von Innovation, Kommunikation und Nachhaltigkeit würden wir auch in unserer Studie erkennen wollen. Sie sehen hier ganz stark das Thema Nachhaltigkeit und Digitalisierung einmal mehr, das habe ich schon diskutiert. Und Sie sehen aber dann auch Themen wie Kommunikation, Bewusstsein, Klimaschutz, der Klimaschutz in Verbindung zur Nachhaltigkeit sind wesentliche Treiber. Ja? Verantwortung und Vertrauen, Nachhaltigkeit und Lebensraumgestaltung gehören an der Stelle. Die Netzwerke neu ausrichten, das hatte ich vorhin schon gezeigt in dieser Teilgrafik in Kombination mit innovativen Geschäftsmodellen. Was können wir aus dieser Studie mitnehmen? Resilienz basiert auf Systemdenken. Wir sind nicht alleine, sondern wir gehören zusammen und haben gemeinsame Aufgaben zu bewältigen. Diesen Punkt kann man nicht oft genug betonen, und ich denke, wir sind an der Stelle auch auf einem sehr, sehr guten Weg. Meine Erfahrung der letzten circa 15 bis 20 Jahre ist jedenfalls eine positive in dieser Hinsicht. Die regionalen Netzwerke müssen sichtbar sein, sie müssen zugänglich sein und nutzbar sein. Sich verschließen macht keinen Sinn. Ja? Es geht also auch um neue Kooperationsformate, um Plattformen. Die Digitalisierung kann uns da eine Hilfe sein. Aber wir wissen alle, die großen Soziologen und Soziologinnen sagen das ja auch, in der Pandemie hat durch das Fehlen von räumlichen Treffen auch die Bindefähigkeit gelitten. Und es ist notwendig, dass wir auch die Zeit jetzt dann wieder nutzen, um neue Dialogformate zu ermöglichen. Also Sichtbarkeit schaffen ist wichtig. Wo kann jeder andocken von uns? Und Bewusstsein bedeutet eigentlich auch gute Beispiele haben und tue Gutes und rede auch darüber in Anlehnung an eine berühmte Aussage, ist vielleicht auch ein Stück des Erfolges, wenn wir von Resilienz reden. Ein herzliches Dankeschön, auch im Namen von Elina Gabriljuk. Beide stehen wir für Fragen, die die Studie betreffen, und darüber hinaus zur Verfügung. Und ich hoffe, damit eine Grundlage für die weitere Diskussion geschaffen zu haben. Zurück an Michael Tretter. Ja, vielen Dank, lieber Harald. Zwei Schlüssel zur Resilienz sind Kreativität und Nachhaltigkeit. Vielen Dank, Harald, für diesen hochinteressanten Vortrag. Ich darf hiermit auch die Runde öffnen und möchte das Plenum mit einbeziehen. Also Fragen möchte ich auch an der Stelle schon zulassen. Die große Gesprächsrunde, Diskussionsrunde, dafür haben wir einen eigenen Agendapunkt, aber ich möchte auch hier schon gerne zwei, drei Fragen zulassen, auf jeden Fall. Eine erste Frage, Harald, hätte ich, und zwar in meinen Worten zusammengefasst, so für mich, was ich mitgenommen habe aus deinem Vortrag, Schlüssel zur Resilienz, Kreativität und Nachhaltigkeit, beziehe mich da unter anderem auf Folie 2 und 10, die du vorgestellt hast. Wir haben ja die Veranstaltungsreihe für kleine, mittlere Unternehmen, für den Mittelstand. Kannst du aus der Studie Aspekte rausziehen, was das für den Mittelstand, für mittelständische Unternehmen bedeutet? Wenn jetzt Kreativität ein Schlüssel zu mehr Resilienz ist, was bedeutet das dann für Unternehmenslenkerinnen und Unternehmenslenker aus dem Mittelstand zum einen? Und was bedeutet das für diejenigen, die Wirtschaft fördern, also wie die IFG? Kannst du da was aus der Studie rausziehen oder auch aus deiner Erfahrung heraus?
Ja, ohne noch einmal auf die Folien zu gehen, keine Frage. Ja, die Region ist ja auch eine Mittelstandsregion, wenn ich das so sagen darf. Natürlich gibt es den großen Mobilitätscluster, aber auch der große Mobilitätscluster ist einer, wo ja nicht nur große Unternehmen eine Rolle spielen, sondern auch Mittelständler und Kleinunternehmen. Genauso wie etablierte und junge Unternehmen. Ja. Also ich würde meinen, der Mittelstand hat zwei Überlegungen anzustellen, auch noch einmal die Kooperationsagenda zu verstärken, und zwar unter sich, in sich sozusagen, aber zum anderen auch zwischen großen und kleinen Unternehmen. Ich bin der Meinung, dass der Mittelstand sozusagen das Rückgrat ist, ja, für das, was wir als wirtschaftliche als Wettbewerbsfähigkeit und als wirtschaftliche Resilienz auch in Zukunft gestalten müssen. Und aus diesem Grund ist es notwendig, dass diese von mir vorhin skizzierten Kooperationsformate zwischen diesen Unternehmen auch noch einmal stärker an Bedeutung gewinnen. Das mag teilweise der Digitalisierung geschuldet sein, mit der wir uns alle beschäftigen müssen, massivst. Das ist auch Anpassen an Geschäftsmodelle, das ist das Anpassen der Geschäftsmodelle an die Digitalisierung, zum Teil einmal mehr, einmal weniger, aber zum anderen auch, weil die Nachhaltigkeitsagenda, wie du schon vorhin gesagt hast, wesentlich stärker wird. Und was ich aufzeigen wollte, ist diese Verbindung, diese Schnittstelle zwischen Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Denn das ist sozusagen auch eine Grundlage für die Innovation in der Region. Aber es muss ja natürlich primär eine Innovation auf der betrieblichen Ebene sein. Die Betriebe sind die Innovationsträger, aber in der kooperativen Verbindung sozusagen entsteht eine Innovationskompetenz der Region, die wiederum aktiv ist für junge Unternehmen, in dieser Region etwas zu entwickeln oder in diese Region. Also es geht um dieses Wechselspiel von Space, wie wir damals gesagt haben, also von Raum und Unternehmen. Zum zweiten Teil der Frage, die Förderer. Welche Aufgabe haben die Förderer? Ja, ich würde wirklich meinen, die Region Ingolstadt ist eine unglaublich spannende Region, weil das Lokale, ich sage jetzt ganz bewusst, das Lokale zukünftig eine noch stärkere Rolle spielen wird, vielleicht als in der Vergangenheit. Wir haben gesehen, dass die globale Ebene auch, wie soll ich sagen, einen Rüttler bekommen hat. Ja, Wertschöpfungsketten stehen zur Diskussion. Es mag durchaus eine stärkere Regionalisierung geben, aber die Globalisierung geht sozusagen in eine nächste Phase. Wir nennen sie die Reglobalisierung. Ja, es wird keine Deglobalisierung geben, sondern es gibt eine Reglobalisierung, ja, unter neuen Vorzeichen. Ja. Und das sozusagen dieses Momentum kann die Region Ingolstadt eigentlich für sich positiv auch aufgreifen und diese globale Vernetzung natürlich unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten noch einmal in den Mittelpunkt stellen. Die Regionalisierungsinitiativen, die diese Region in den letzten Jahren aufgebaut hat, hier sei an der IFG, IHK, jetzt auch INAS, Irma zu denken, zahlen alle auch auf diese neue Globalisierungskompetenz ein. Ja? Also das klingt jetzt komisch, aber das bin ich voll überzeugt, dass jede regionale Initiative auch die globale Kompetenz stärkt. Ich glaube, die Förderer müssen sich auf das konzentrieren und die Kooperations- und Dialogformate neu beleben beziehungsweise auch innovativ gestalten. An der Kooperation wird nichts vorbeigehen, an der Verantwortung, auch im Miteinander wird nichts vorbeigehen. Diese Dinge gewinnen jetzt einen neuen Wert und ich denke, das ist das Wichtige. Ja? Entscheidungen treffen, aber eben auch gemeinsam. Wir hatten gestern, Frau Eberl hat es vorhin angesprochen, in Eichstätt eine Tagung, wo es um Bürgerbeteiligung und um Akzeptanz ging. Es ging dort zwar schwerpunktmäßig um den Tourismus, aber das ist keine gemahnte Wiesen, wie man bei uns sagen würde.
dass der Tourismus wieder nach dieser Pandemie von breiten Bevölkerungskreisen akzeptiert werden wird, so wie das in der Vergangenheit der Fall war. Die Zeiten sind vorbei. Wir müssen jetzt um diese Akzeptanz kämpfen, ja? Und zwar weltweit, nicht nur in Bayern. Ja? Und das bedeutet, dass wir jetzt das tun müssen, wovon wir jahrelang nur geredet haben. Nämlich einfach nicht nur einfach Bürgerentscheide machen, weil Bürgerentscheide ja vielfach auch bedeutet, die politische Ebene entscheidet nicht und dann muss es der Bürger machen, sondern ist dem Bürgerentscheid sind Bürgerbeteiligungsprozesse, und zwar professioneller Natur, voranzustellen. Und ich denke, da muss ganz viel Energie hineingehen, dass wir die Menschen mitnehmen auf die Reise der großen Transformation der Region. Und das fängt bei der Innenstadt von Ingolstadt auf und hört beim Verhältnis von Eichstätt und Ingolstadt auf. Ja, vielen Dank, Harald, für den zweiten Impuls für unsere Veranstaltung. Ein dritter Impuls von Herrn Bindernagel, der das in den Chat geschrieben hat. Herr Bindernagel, wäre es in Ordnung, wenn Sie Ihren Impuls noch etwas zurückstellen und ihn für unsere Gesprächsrunde aufheben? Denn ich möchte an der Stelle, da wir jetzt schon konkret die Aufgaben der Wirtschaftsförderung angesprochen haben, an der Stelle Herrn Carsten Dörnkamp mit einbinden, der uns nämlich auch was vorbereitet hat. Herr Bindernagel, ich werde Sie später nochmal aufrufen. Ich freue mich auf Ihren kurzen Impuls. Trotzdem, Herr Dörnkamp, ich möchte jetzt das Wort an Sie übergeben, und damit Sie uns vorstellen, was die IFG Ingolstadt derzeit an Initiativen hat, um die Resilienz und um die Nachhaltigkeit und auch um die Digitalisierung in der Region, insbesondere in der Wirtschaft, voranzutreiben. Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Überleitung und auch für die rege Teilnahme. Freut mich auf jeden Fall sehr, ist ein wichtiges Thema. Und jetzt möchte ich, wie gesagt, einmal über den Strukturfonds Wirtschaft für KMU sprechen. Wichtig ist nicht nur der Strukturfonds an sich, auch ein bisschen die Hintergründe und dann aber auch die Chancen und Möglichkeiten, die sich daraus ergeben. Das heißt, ich möchte einmal ganz kurz anfangen mit einer kurzen Einleitung. Wer sind wir überhaupt? Denn die IFG selbst kennen wahrscheinlich viele, aber nicht den kompletten Bereich. Also wir sind die Industrieförderungsgesellschaft, uns gibt es seit über 50 Jahren. Wir sind damit Bayerns älteste Wirtschaftsförderungsgesellschaft, und ich finde, das ist schon einiges. Und wir wollen natürlich die Wirtschafts- und Innovationsfreundlichkeit fördern. Das ist natürlich selbstverständlich für die Wirtschaftsförderung. Wir sind eine hundertprozentige Tochter der Stadt Ingolstadt und haben selber wiederum verschiedene Töchter. Und im Verbund haben wir einmal die Wirtschaftsförderung, die sich dann aber wieder unterteilt in die Wissenschafts- und Innovationsförderung, wurde eben auch angesprochen, ein Thema, was immer wichtiger wird. Innenstadtmanagement. Wir haben momentan den Innenstadtprozess in Ingolstadt. Ich gehe auch davon aus, dass viele davon gehört haben, sogar viele partizipieren. Also ich denke, das ist auch ein Thema, das immer wichtiger wird. Parkraummanagement auf jeden Fall. Ich denke, jeder Ingolstädter kennt uns wegen den Parkflächen. Und vielleicht einfach mal in die Runde, Sie können sich ja mal Gedanken machen, wie viel Schranken gibt es denn in Metern ausgedrückt? Die Auflösung kommt auf der nächsten Seite. Dann Tourismusförderung. Die ITK ist auch eine Tochter der IFG. Wie gesagt, auch ein wichtiges Thema. Wie wird der Tourismus der Zukunft gestaltet? Vor allem, wenn das Fliegen nicht die große Akzeptanz hat. Beschäftigungsförderung, Gründungsförderung, Gewerbevermietung, Bau- und Infrastrukturprojekte. Auch da Hotel, Kongresszentrum, muss ich nicht viel zu sagen. Der Incampus, der aufgebaut wird, wo dann nachher auch die Volkswagen-Tochter Carriot dann ihren Platz findet, und da auch nochmal im IT-Sektor, Automobilsektor, da nochmal ein bisschen mehr Schwung reinbringt. Insgesamt in Zahlen ausgedrückt, finde ich es ganz interessant, für all die, die sich Gedanken gemacht haben, 94 Meter Parkschranken, das ist auf jeden Fall schon mal einiges, was wir da haben. Wir haben aber noch viel mehr. Inzwischen sind es sogar fast 700 Existenzgründer, die wir begleiten. Das ist mehr als das Zehnfache der Kapazität von unserem Existenzgründerzentrum. Wir haben auch jede Menge Gewerbeflächen, die wir vermieten. Wir haben Strom, der über die Photovoltaikanlagen produziert wird. Wir versuchen, Arbeitsplätze zu schaffen, und vor allem wir bauen und schaffen die Infrastruktur. Das ist also an sich schon mal ein sehr wichtiges Thema, damit überhaupt
die Basis geschaffen ist für weitere Wirtschaftsförderung. Jetzt kommen wir aber zu meinem Steckenpferd, das Innovationsmanagement. Und ich finde, das ist ein enorm wichtiges Thema, denn wir wollen die Chancen durch Innovation begreifen und durch Forschungsprojekte, durch angewandte Forschungsprojekte dann auch in die Tat umsetzen. Wir haben oben rechts 5G, also Mobilfunk. Aber es ist nicht nur Mobilfunk fürs Telefon, fürs Handy, sondern 5G kann genutzt werden für vernetzte Mobilität im automatisierten autonomen Fahren. Es kann auch in der automatisierten Produktion genutzt werden, auch in Healthcare. Es ist ein wichtiges Thema, was wir hier vor Ort auch angreifen wollen. Die IFG selber ist auch Gesellschafter vom AININ, von dem Artificial Intelligence Network Ingolstadt, also dem KI, Künstliche Intelligenz, Aninstitut der TAI. Wir versuchen da auch gemeinsam verschiedene Projekte dann zu initiieren, genauso wie wir es auch versuchen im Bereich von erneuerbaren Energien wie Wasserstoff oder auch Mobilität, nicht nur Automobilität, aber auch Urban Air Mobilität. Die Mobilität hat insofern auch keine Grenzen. Es geht auch von den offensichtlich Innovativen rüber zu ÖPNV und auch Fahrrad. Auch Fahrradtourismus kann innovativ sein und auch da sind wir aktiv. Im Zentrum sehen wir schon Ingolstadt umgeben von den Landkreisen, weil man eben heutzutage eigentlich die Stadt auch nicht einzeln betrachten kann. Viele Firmen sind 200 Meter auf der anderen Seite der Stadtgrenze. Das heißt, man muss eigentlich das Ganze als Region sehen. Wir sind auch gerade beim Tourismus. Wir sind natürlich als Stadt wenig, was jetzt Landschaft angeht, attraktiv. Aber wir sind im Zentrum von Landkreisen, die landschaftlich unglaublich schön sind, wo man beim Fahrradtourismus natürlich einiges machen kann. Die nächste Folie ist eigentlich selbsterklärend, weil es eigentlich jeden getroffen hat. Covid-19 ist angestiegen. Die Grafik ist eigentlich fast schon veraltet, weil es ist nicht nur eine Welle, es gab mehrere Wellen. Die Wirtschaft ging bergab. Und wir als Wirtschaftsförderung haben uns natürlich dann erstmal gedacht, was können wir tun? Wo stehen wir überhaupt? Was ist zu tun? Was können wir tun? Und was dürfen wir tun? Und das ist alles eine ganz schwierige Frage, weil wie jedem Unternehmen ging es uns auch erstmal darum, überhaupt eine Orientierung zu finden. Und wir haben versucht, Sofortmaßnahmen umzusetzen. Wir haben auch versucht, dann mittelfristig dann eben den Strukturfonds aufzusetzen, der dann entsprechend den Unternehmen helfen soll. Kommen wir aber erstmal zu dem Punkt, wo stehen wir? Und da haben wir erstmal die Wirtschaft. Die Wirtschaft, Einzelhandel, wie gesagt, ist bekannt. Der stationäre Einzelhandel hat enorme Einbußen. Der Versandhandel, Onlinehandel dagegen, boomt mehr denn je. Gastronomie hat stark verloren, Tourismus hat stark verloren und da haben wir natürlich auch enorme Chancen, die wir nutzen können. Handwerk ist erstaunlicherweise sehr stabil gewesen, liegt vor allem an der starken Baukonjunktur. Wie es dann in Zukunft aussehen wird, bleibt trotzdem in den Sternen. Insgesamt sollte die Wirtschaftskraft ca. 3% in diesem Jahr zunehmen. Insgesamt relativ robust, sagt die BIP-Wachstumsprognose. IHK-Konjunkturindex hat eine gedämpfte Stimmung. Insgesamt Arbeitsmarkt, erzähle ich Ihnen auch nichts Neues. Natürlich ist die Arbeitslosenquote leicht gestiegen. Es gab Kurzarbeit. Insolvenzen ist ein Thema, das steht noch aus. Da muss man schauen, wie die Insolvenzwelle tatsächlich sich dann zeigt, wenn dann die Stützungsprogramme von der Regierung eben dann auslaufen. Insgesamt bleibt aber festzuhalten, dass wir, die Region Ingolstadt, vergleichsweise gut davongekommen sind. Das liegt vor allem an dem Gewerbe, was wir hier haben. Natürlich automobilgestützt. Audi hat im Quartal 4 letzten Jahres Rekordeinnahmen gehabt, gerade wegen Asien. Wir haben jetzt, wie gesagt, Sofortmaßnahmen versucht zu ergreifen. Die erste Welle war schwierig für alle. Wir haben auch festgestellt in den Gesprächen mit den Unternehmen, dass einfach die Stimmung unglaublich schlecht war. Es gab keine Aussicht und da wollten wir gegenwirken. Und da haben wir zusammen mit dem BRIC einen Wettbewerb veranstaltet, als Online-Format selbstverständlich. Und dieser Wettbewerb, Sprint for Local, der hatte mehrere Beweggründe. Zum einen wollten wir kreative Ideen schaffen, die vielleicht jetzt schon Lösungen bieten für den Lockdown,
aber dann auch einen guten Start für nach dem Lockdown dann bieten. Dass dann nachher die Welle 2 und 3 gekommen sind und hoffentlich bleibt es dabei, das ist eine andere Geschichte. Dennoch erstmal gab es viele Ideen, die entwickelt worden sind. Auf der anderen Seite sollte auch ein bisschen Spaß in die Sache reinkommen, weil der ging tatsächlich während der ersten Welle extrem zu kurz. Der kam komplett zu kurz. Insgesamt gab es wieder tolle Projekte. Es gab einen Eventbaukasten, der dann hoffentlich nach der dritten Welle dann wirklich in Einsatz kommt. Dann auch die Digitalisierung von Produkten sollte erleichtert werden. Und es gab dann auch noch eine Einkaufshilfe für Senioren, bei denen ja auch damals nicht sicher war, können die überhaupt einkaufen gehen, sollten die nicht besser zu Hause bleiben. Also insgesamt eine schöne Sache, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Genauso wie unser Einsatz für die Online-Plattform Order Local. Order Local haben wir unterstützt, weil es nämlich eine Möglichkeit ist, für den Einzelhandel hier in Ingolstadt sich online zu präsentieren. Der stationäre Einzelhandel in der Innenstadt hat ja prinzipiell eher den Fokus eben auf Laufkundschaft. Und dort konnte dann nochmal eine andere Möglichkeit geboten werden. Genauso wie mit dem Part Eat Local, wo dann die Gastronomie sich dann auch online darstellen konnte. Insgesamt auch eine gelungene Sache. Jetzt geht es aber darum, dass wir auch mittelfristig für die Unternehmen Lösungen anbieten oder zumindest eine Hilfestellung anbieten. Auf der linken Seite sehen wir ZDF Handelsblatt und auch das Bundesministerium für Bildung und Forschung, die damals während Corona, aber auch schon von der Zeit vorher berichtet haben, Innenstadtsterben. Das ist keine neue Sache, das hat sich jetzt nochmal verschlimmert durch Corona, aber das ist nichts Neues. Genauso wie immer wieder angemerkt worden ist, es fehle die Innovationskraft der Mittelständler. Genauso Nachhaltigkeit muss in das Wirtschaftssystem rein. Es ist elementar. Es wurde vor Corona schon gesagt und jetzt ist natürlich nochmal stärker. Wir haben also versucht, das Ganze auf zwei Perspektiven zu bringen. Wir wollten einmal die Infrastruktur schaffen, damit nachhaltig Ingolstadt als Standort attraktiv wird. Das heißt, das nachhaltige Attraktivitätsprogramm. Auf der anderen Seite wollten wir durch Einzelmaßnahmen und durch eine Informationskampagne dafür sorgen, dass der Mittelstand zukunftsfähig wird. Und genau über diese beiden Teile möchte ich mit Ihnen jetzt nochmal genauer sprechen. Wir haben einmal den Strukturfonds Wirtschaft für KMU mit dem Part Nachhaltiges Attraktivitätsprogramm Ingolstadt, also das Infrastrukturelle. Wir haben Finanzen uns zurechtgelegt, um ein ganzheitliches Stadtmarketingkonzept zu entwerfen. Insofern ist die Außenwirkung von Ingolstadt natürlich sehr wichtig und wir haben begonnen mit dem Innenstadtprozess. Der Innenstadtprozess ist auch eine gelungene Sache. Man merkt, dass die Bürgerbeteiligung extrem gut funktioniert. Und meine Kollegen, die Frau Hirsch, die ist, glaube ich, heute auch mit dabei, der Herr Herbold genauso, die haben berichtet von zahlreichen Ideen, die wir jetzt auch versuchen, dann peu à peu umzusetzen. Auch dafür haben wir Finanzmittel, dass wir auch da dann für den Innenstadtprozess verschiedene Maßnahmen umsetzen können. Genauso wollen wir die Kunst- und Kreativwirtschaft fördern. Wie wir eben schon vom Herrn Pechlaner gehört haben, ist das auch wieder eine Stütze, die zur Resilienz einer Region beiträgt. Und die ist auch wieder nicht zu unterschätzen. Und wir haben jetzt verschiedene Initiativen dann auch gefördert, wie zum Beispiel Wir sind hier, wir sind viele, wir sind überall. Und wir haben auch vom Altstadttheater eine weitere Aktion und da werden jetzt auch noch weitere kommen. Wir wollten auch einen Wissenschaftskongress schon im Jahr 2021 durchführen. Auch hier geht es eigentlich darum, dass man den Standort überhaupt nochmal außerhalb der Region zeigt und dafür wirbt, dass wir eben mehr sind als nur Audi, dass wir viel können im Automobilwesen, aber dass wir natürlich auch im Bereich künstliche Intelligenz sehr weit vorne mitspielen können. Und der Wissenschaftskongress hätte in diesem Jahr dann auch künstliche Intelligenz als Hauptthema gehabt. Den haben wir auf nächstes Jahr verschoben, da wir nun, wie gesagt, die dritte Welle momentan haben. Aber wir sind ganz optimistisch, dass wir dann in 2022 den Wissenschaftskongress auch durchführen können. Ein Handwerk- und Gewerbehof ist natürlich immer interessant. Das war vorher schon mal im Gespräch. Auch hier machen wir jetzt gerade eine Machbarkeitsstudie. Und interessant finde ich,
die Local Loyalty App als Idee, ein Kundenbindungsinstrument für die Innenstadt, für die Einzelhändler. Man kann Bonuspunkte sammeln, das Ganze verknüpft mit dem City-Ticket, mit weiteren analogen Vergünstigungen, die es jetzt schon gibt. Und da haben wir jetzt auch schon bei einem Wettbewerb beim bayernweiten Wettbewerb haben wir teilgenommen und sind jetzt auch in Phase 2, weil denen die Idee so gut gefallen hat. Und wir hoffen, dass wir da noch eine Förderung kriegen bis zu 500.000. Ansonsten bin ich aber auch so optimistisch, dass wir auf die eine oder andere Weise die Local Loyalty App umsetzen können, damit wir auch da dann nochmal einen Anreiz schaffen für die Einzelhändler in der Innenstadt, dass dort eingekauft wird und nicht im Onlinehandel. Zusätzlich haben wir gesagt, wir müssen Veranstaltungen unterstützen. Jetzt ist die Pandemie tatsächlich ausufender, als wir es am Anfang während der ersten Welle gedacht haben. Wir haben aber trotzdem angefangen, einige Veranstaltungen zu unterstützen, zum Beispiel den Halbmarathon. Gerade dieser führte durch die Innenstadt und sollte auch nochmal zeigen, hey Leute, die Innenstadt ist schön, es lohnt sich, nach Corona wieder vorbeizuschauen. Auf der anderen Seite haben wir nun das Förderprogramm Zukunftsfähiger Mittelstand. Wir haben eine Veranstaltungsreihe ins Leben gerufen zum Thema Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Resilienz. Themen, die im vorherigen Vortrag alle angesprochen worden sind. Und wir haben gesagt, wir wollen wirklich Manpower reingeben und haben zu jedem Thema innerhalb von einem guten Jahr 4 Hauptveranstaltungen mit Impulsvorträgen organisiert. Wir sind noch am Organisieren und die sollen nochmal ein bisschen interessante, innovative Themen sensibilisieren. Und das Ganze soll dann nochmal ein bisschen vertieft werden in Workshops, zu jedem Thema 8 Workshops. Geplant war, so ein bisschen den Netzwerkgedanken natürlich noch mit reinzubringen. Das heißt, am Ende ein Get-Together, ein informelles Treffen, wo man einfach nochmal zusammen was isst, was trinkt und sich austauscht. Weil wir gesagt haben, das ist eigentlich genau das, wo nachher die Ideen entstehen. Wir brauchen die Impulse, wir brauchen aber nachher auch den Smalltalk und einfach die Vernetzung zwischen den verschiedenen Akteuren, damit dann tatsächlich so diese eine Idee entsteht, die dann wirklich nochmal den Unterschied macht. Um dann diese Idee auch umzusetzen, haben wir uns verschiedene Fördermaßnahmen überlegt und haben am Ende uns für 2 entschieden, die wir dann tatsächlich umsetzen wollen. Das ist einmal zum Thema Nachhaltigkeit die regionale Versorgungskette. Wir fördern hier die Erstellung von ganzheitlichen Konzepten und auch die Umsetzung von diesen Konzepten zur Stärkung der regionalen Versorgungsketten und auch den Ausbau der Nahversorgung. Hier geht es um ganz, ganz alltägliche Dinge des täglichen Bedarfs, zum Beispiel auch Bioprodukte, die zum Beispiel dann in der Innenstadt angeboten werden. Oder ich komme gleich zu anderen Beispielen, die das Ganze nochmal verdeutlichen. Insgesamt können bis zu 5.000 Euro pro Projekt gefördert werden von uns. Die Förderquote ist abhängig von der Unternehmensgröße, dass ja selbstverständlich da nochmal kleine Unternehmen normalerweise weniger Finanzmittel haben. Das heißt, kleine Unternehmen können bis zu 80% Förderung kriegen, mittlere Unternehmen, mittelgroße Unternehmen bis zu 50%. Dazu gibt es die Kooperationsinitiative. Die ist gedacht für die Projektanbahnung und die Kooperation mit Hochschulen und Forschungsinstituten. Das hört sich jetzt erstmal sehr abstrakt an, aber es handelt sich auch um Forschungsarbeiten, die im Auftrag abgegeben werden können. Es ist die Entwicklung von einem Business Case, eine Erweiterung vom aktuellen Geschäft. Also es ist vieles vorstellbar und das sehen wir auch auf der nächsten Seite. Da habe ich ein paar Beispiele mitgebracht, die schon in der Umsetzung sind. Auch nochmal ein paar Ideen, einfach um das ein bisschen greifbarer zu machen. Wir haben zum Beispiel die Frau Matuschka von Frisuren Styling. Ich finde eine super innovative Idee. Die Frau Matuschka hat eine eigene Produktlinie mit Chemikern zusammen entworfen und will diese dann auch entsprechend vermarkten. Sie hat aber gesagt, die Produkte müssen nachhaltig sein und die Verpackung mindestens genauso nachhaltig. Und sie will keine vordergründige Nachhaltigkeit, zum Beispiel durch Rohstoffe, die irgendwo angebaut werden, wo andererseits dann der Regenwald abgeholzt wird. Sondern es soll wirklich nachhaltig sein. Und da hat sie eine Gruppe an Studenten, die das mit ihr ausarbeiten, das INAS unterstützt, das BRIC unterstützt. Es ist insgesamt wirklich ein schönes Projekt und ich bin schon gespannt auf die Ergebnisse.
Wir haben auch nur in Pur, die ihren stationären Handel nochmal erweitern wollen durch die Einführung eines nachhaltigen Lieferservices. Nur in Pur ist ja der Unverpacktladen und die haben selber jetzt auch gesagt, die wollen expandieren, einen Lieferservice in die Tat umsetzen. Aber da ist natürlich auch die Frage, man kann einen Lieferservice dann auch nur ernsthaft umsetzen, wenn er nachhaltig ist und nicht extra CO2 verursacht. Dementsprechend arbeiten die genau das auch wieder aus. Peter Service GmbH lässt ein Konzept erstellen für neue Lebens- und Arbeitswelten für Mitarbeiter und Stakeholder. Darunter verbirgt sich ein Konzept für nachhaltige Mitarbeitermobilität, für nachhaltige Essenskultur auch bei der Arbeit, auch nachhaltige, gesunde Büroplätze zum Beispiel. Wir haben Eco Embassy. Ich glaube, Christina, du bist auch vorhanden heute, die jetzt gerade sich auch von Studenten auch wieder mit Inas und mit dem BRIC eine Marktstudie erstellen lassen und eine Prototypenentwicklung von einer B2B-Plattform für Produktanbieter und KMU, alles im nachhaltigen Bereich. Wir haben auch sonst noch ein paar andere Ideen, was man umsetzen könnte, zum Beispiel ein überbetriebliches FAM-System. Das heißt, wenn jetzt sich mehrere Betriebe zusammentun und sagen, wir haben momentan ganz viel Verpackungsmüll, wir wollen das nachhaltig gestalten, also wollen wir ein FAM-System einführen. Dieses Pilotprojekt würden wir auf jeden Fall fördern. Und wenn das evaluiert wird von den Unternehmen und nachher zurückgespiegelt wird, wir die Information wiederum an andere interessierte Unternehmen weitergeben können, dann ergibt sich daraus eine Win-Win-Situation, die super nachhaltig ist. Wir haben auch sonst Möglichkeiten, zum Beispiel Bioprodukte, die in Pop-Up-Stores angeboten werden sollen. Auch solche Dinge könnten wir fördern. Jetzt haben wir die Frage, wie gehe ich vor, wie läuft das Ganze ab? Optional ist ein Vorgespräch oder eine Beratung. Das heißt, wenn Sie jetzt als Unternehmer, Unternehmerin sagen, ich habe da eine tolle Idee, sprechen Sie uns an. Wenn Sie sagen, ich habe die tolle Idee und die ist so gut, ich brauche keine Vorberatung, dann können Sie auch direkt auf unsere Internetseite gehen, einfach den Online-Antrag ausfüllen. Der kommt dann zu uns und wir schauen uns ihn dann erstmal an. Und werden dann schauen, inwiefern der vielleicht noch nachgebessert werden muss, geschärft werden muss, wo vielleicht noch ein Aspekt besser beschrieben wird, damit er dann auch förderfähig ist. Und wir werden uns dann zurückmelden und zusammen, sobald es dann auf einem guten Wege ist, dann die Zuwendungsvereinbarung erstellen. Und sobald die unterschrieben sind, kann das Projekt starten. Und mit Projektstart wird dann auch der finanzielle Zuschuss bereitgestellt. Das heißt, die würden sich dann melden, sagen, Ihre Zuwendungsvereinbarung ist unterschrieben, Projekt möchte ich jetzt starten, bitte gib den finanziellen Zuschuss und dann wird das auch innerhalb von einer Woche überwiesen. Also insgesamt versuchen wir es so unproblematisch wie möglich zu machen und das zeigt sich hoffentlich auch in den Eckpunkten für den Antrag und auch in den Bewertungskriterien. Was wir verlangen, ist relativ überschaubar. Es müssen alle wichtigen Informationen da sein und das Projekt muss konkret beschrieben werden. Aber am Ende brauchen wir erstmal eine Kurzvorstellung des Unternehmens, maximal eine Seite, eine Kurzbeschreibung des Vorhabens, maximal 1500 Zeichen, dann noch eine ausführliche Projekterläuterung auf 3 Seiten. Also auch da, wir erwarten jetzt nicht große Geschichten, die erzählt werden. Wir müssen das auch jetzt nicht viel blumig beschreiben, sondern es geht einfach wirklich um die harten Fakten. Und wenn die dort drinstehen, dann können wir das fördern. Wichtig in dem Fall sind der innovative Projektcharakter, die Fähigkeit, das muss gezeigt werden, dass Ihr Unternehmen das Projekt umsetzen kann, beziehungsweise dass Ihr Projektpartner die notwendige Qualität hat, dann mit Ihnen gemeinsam das Projekt umzusetzen. Es sollte, wenn möglich, einen positiven Effekt für Ingolstadt und die Region haben. Das kann natürlich vielfältig sein. Das kann ein direkter positiver Effekt sein, aber auch ein indirekter. Es kann ein neues Produkt sein, was entsteht, was dann auch andere in der Region kaufen können und dann dementsprechend auch Ingolstadt dann weiterhilft, können aber auch wie bei einem Pfandsystem natürlich Dinge sein, die die Region generell nachhaltig machen und als Vorbild für andere Regionen darstellen. Regionale wirtschaftliche Synergieeffekte sind natürlich immer wieder erwünscht und es sollte und wird dann auch, wenn die vorherigen Kriterien eingehalten sind, die Resilienz und Nachhaltigkeit steigern. Das Ganze muss natürlich auch nochmal in Zahlen festgehalten werden.
Das heißt, wir benötigen einen Finanzierungsplan des Projektes. Auch der kann kurz und knackig sein, eine Seite maximal, sollte aber alle wesentlichen Bestandteile drin haben und zeigen, ja, ich bin mir über die Kosten bewusst, diese Sachkosten fallen an, diese Personalkosten, die benötige ich nicht, die gehe ich in Eigenleistung zum Beispiel rein oder der Projektpartner, der bekommt den und den finanziellen Anteil oder benötigt die und die Kosten und das muss dort passend beschrieben werden. Am Ende muss natürlich ein Unternehmensnachweis sein, um zu zeigen, dass sie selber in Ingolstadt oder der Region sitzen. Zum Schluss sehen Sie hier nochmal ein Screenshot von unserer Website. Im Endeffekt habe ich hoffentlich Ihnen schon vieles erklären können, aber Sie können auch einfach auf unsere Internetseite gehen, ingolstadt-ifg.de/strukturfonds. Dort finden Sie diese Seite mit weiteren Hintergrundinformationen. Wir haben versucht, das Ganze so kurz und knapp wie möglich zu halten. Wir haben aber auch noch für die, die es ausführlicher haben wollen, unsere Förderrichtlinie. Wir haben einen Leitfaden zur Antragstellung nochmal bereitgestellt. Da sind nochmal ein paar Leitfragen auch mit dabei. Wenn Sie die beantworten in Ihrem Antrag, dann bin ich schon sehr optimistisch, dass der eine hohe Qualität haben wird und wir nicht allzu lange brauchen, um den dann zusammen dann auch auf die passende Qualität zu bringen. Wir sehen das Antragsformular, was verlinkt ist. Und wenn noch Fragen zum Auswahlverfahren sind, sehen Sie da auch nochmal eine kleine Übersicht. Insgesamt können Sie aber auch nicht nur die Internetseite sich anschauen und dort die Informationen kriegen. Sie können uns auch direkt kontaktieren. Also rufen Sie uns an, schreiben Sie uns. Meine Kontaktdaten sind da von meiner Kollegin Frau Leinfelder ebenso, vom Herrn Meier, den Sie ja aus den Veranstaltungen kennen, genauso. Das war es auch schon zu meinem Teil. Ich gehe mal einfach nochmal zurück auf diese Übersichtsfolie und darf mich bedanken für die Aufmerksamkeit. Und wenn Sie Fragen haben, immer her damit. Ja, vielen Dank, Carsten Birnkamp, für diesen Überblick, was ihr bei der IFG so macht und wie ihr die Unternehmen fördert. Zum Schluss hast du vorgestellt, dass das Förderprogramm, das pragmatische Förderprogramm, nenne ich es jetzt mal, um Innovationsprojekte in kleinen und mittleren Unternehmen anzustoßen. Eine Frage da im Chat zu deinem Vortrag, die ich vorlesen möchte und an dich weiterleiten möchte. Carsten, jetzt ist mein Chat verschwunden. Hier geht es nur um die Mittel, die Frage. Oder könnte es auch darum gehen, für das Projekt die richtigen Partner zu finden? Also im Vordergrund stehen natürlich die Projekte. Also wir wollen innovative Projekte. Wir wollen einen Mehrwert für die Unternehmen und dadurch auch für die Region. Denn ich denke, wenn unsere KMU, wenn die kleinen und mittleren Unternehmen hier in der Region innovativ sind und auch mal den Schritt nach draußen wagen, dann ist uns als Region dauerhaft geholfen und damit auch den Bürgerinnen und Bürgern, sei es bei den Arbeitsplätzen, die geschaffen werden, die überhaupt gesichert werden dadurch. Das heißt, wir wollen einen kleinen finanziellen Anstoß geben, damit Sie die Idee, die Sie vielleicht schon in der Schublade haben, umsetzen. Partner, das ist nochmal eine andere Frage. Es geht nicht um den einen richtigen Partner. Es gibt viele richtige Partner. Es ist immer themenabhängig. Wir haben aber hier vor Ort, ich gehe jetzt mal auf die Kooperationsinitiative. Wir haben eine Hochschullandschaft, die sehr vielfältig ist. Wir haben alles vorhanden. Wir haben Marketing-Experten. Wir haben Entrepreneurship als Lehrstuhl. Wir haben auf der technischen Seite viele Entwickler, die auch sehr anwendungsnah sind. Das heißt, wenn Sie eine Idee haben, wir werden einen Partner finden, der auch eben hier vor Ort an der Hochschule zum Beispiel dann auch schon tätig ist. Und wenn Sie eine knackige Idee haben, eine gute, innovative Idee, dann kommen Sie auf uns zu und wir finden schon gemeinsam den richtigen Partner. Okay, vielen Dank, Carsten. Wir werden die Gesprächsrunde ja danach fortsetzen und auch sicherlich auch den Strukturfonds und die Möglichkeiten des Strukturfonds noch weiter eingehen. Um jetzt die gemeinsame Gesprächsrunde anzustoßen, möchte ich meine Kollegin Franziska Hochstetter bitten, ein paar Impulse in die Runde zu geben. Impulse, die wir aus der letzten Workshop-Runde im Rahmen des Strukturfonds, im Rahmen dieser Veranstaltungsreihe mit den Teilnehmern erarbeitet haben. Die passen nämlich sehr gut zu diesem Thema.
und geben uns einfach ein paar Anregungen für die Diskussion und für die Gespräche. Ja, vielen Dank, Michael. Wir zeigen Ihnen heute jetzt auch noch die Ergebnisse, wie ja schon angekündigt. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir so viele Teilnehmenden aus unserem letzten Workshop gut vernetzt auch heute mit dabei haben. Und man könnte fast glauben, dass Herr Pechlaner die Studie mit uns im letzten Workshop mit durchgeführt hat, da wir schon eine tolle Zusammenfassung auch in der Resilienzstudie dazu gehört haben. Unsere Teilnehmenden aus der letzten Workshop-Runde ist mit Sicherheit auch die Folie von Herrn Pechlaner aufgefallen, die Spinne im Netz, die Diskussion über die Regionalentwicklung, in der uns auch aufgefallen ist, dass da das Problem zum Zentrum des starken Netzwerks ist und wir doch eine Vernetzung untereinander sehen möchten. Wenn es um die Vernetzung untereinander geht, ist diese Frage, welche unsere Teilnehmenden auf jeden Fall beschäftigt hat, dass unter nachhaltiger Wertschöpfung alle drei Säulen der Nachhaltigkeit berücksichtigt werden sollten. Und da ist die Frage, wie kann denn unter regionalen Netzwerken die Vorteile der einzelnen Akteure und die Unternehmen für die gesamte Region sichtbar gemacht werden. Und wir haben festgestellt unter uns, dass die kleinen und mittelständischen Unternehmen die Möglichkeit haben, durch regionale Netzwerke nämlich genau die Antworten auf ihre Fragen zu bekommen, die sie sonst vielleicht in größeren Netzwerken nicht bekommen. Es können Lösungen für Herausforderungen gefunden werden und sie können sich vor allem untereinander austauschen und ihren Erfahrungen teilen. Wir haben gemerkt, dass untereinander die KMUs gemeinsam stärker zusammenhalten können, weil eine Ebene des Vertrauens gebildet wird. Und Vertrauen ist Basis und Treiber für Nachhaltigkeit. Wie bei Herrn Pechlaner gezeigt wurde, haben Sie gesehen, dass das Thema heute dieses Thema Kommunikation, Innovation und Nachhaltigkeit zusammenhängen. Wir haben gemerkt, dass die Diversität in Netzwerken auch Chancen ermöglicht, nämlich es gibt Weiterempfehlungen, Multiplikationen, neue Impulse, aber dadurch steigt natürlich auch die Tendenz, nicht beständig zu sein. Wir haben dies in Frage gestellt und unsere Teilnehmenden haben auch dazu geantwortet, dass es eventuell zu Desinteresse kommen könnte, wenn unterschiedliche Branchen zusammenkommen und wie lässt sich das wieder differenzieren? Muss es dafür nochmal einzelne Netzwerke geben oder gibt es Überbegriffe? Und dafür steht natürlich auch zentral, wer nimmt so eine Initiative wie ein regionales Netzwerk in die Hand? Und da erhoffe ich mir natürlich heute in unserer Gesprächsrunde ein paar Tipps und Impulse von unseren regionalen Vertreterinnen, Herrn Dörenkamp, Frau Eberl und Herrn Pechlaner zu bekommen, weil uns natürlich beschäftigt, wie sich genau diese Querschnittsthemen wie Bioökonomie auch tatsächlich durch regionale Wertschöpfungsnetzwerke generieren lässt. Generell ist gesagt schon, dass die regionale Vernetzung weitaus Vorteile bildet, aber wir auch eine Steuerung benötigen. Ist dies sinnvoll oder unnötig? Oder sagen Sie, okay, ohne eine Gesteuerung in einem Netzwerk mit einer neutralen Moderation ist so eine Vernetzung gar nicht möglich. Und daher bin ich jetzt gespannt, wie Sie unseren Teilnehmenden da ein paar Impulse geben können oder auch Fragen beantworten können, die Mut machen, sich hier weiter zu vernetzen, wie Sie ja schon gesagt haben, denn die Region ist lebenswert, wirtschaftsstark und dynamisch. Aber auch diese Handlungsempfehlungen, die in Ihrer Studie, Herr Pechlaner, hervorgerufen worden sind, lassen sich nur weitergeben durch Kreativität. Und die Kreativität ist definitiv in den KMUs gegeben, aber wie lassen sich hier Räume, Struktur und Wertschätzung zusammenfinden? Vielen Dank. Ich gebe an den Michael wieder ab. Danke, danke Franziska, für diese Zusammenfassung. Und wie gesagt, jetzt der
der Aufruf ins Plenum. Sie sind herzlich eingeladen, sich jetzt an der Gesprächsrunde zu beteiligen. Ich möchte jetzt diese Zusammenfassung so einfach mal stehen lassen und möchte gleich auf einen Impuls aus dem Publikum eingehen und Herrn Bindernagel direkt fragen, ob er seinen Impuls jetzt in die Gesprächsrunde einbringen möchte. Ja, das ist eine super Idee, weil wenn ich das hier alles sehe, bin ich richtig glücklich, weil der Impuls geht ein Stück in die Richtung. Was ich beim Professor Pechlaner, ich fand beide Impulse jetzt total interessant, was mir so eingefallen ist, ist, dass die Gestaltung solcher Netzwerke natürlich verständlich und auch verlockend ist. Ich musste nur sofort, und das kam jetzt auf dem Poster auch, an Schwarmintelligenz denken. Und wenn Vögel sozusagen sich bewegen, über Schwarmintelligenz sagt man, wenn einer jetzt die Führung übernehmen wollte und würde, dann würde das Ganze zusammenbrechen. Also diese zentrale Steuerung so eines komplexen Systems würde salopp gesagt in die Hose gehen. Das war so eins, was mir durch den Kopf ging. Und das Zweite ist, da will ich mal eine Metapher bringen, der Konditorei, die ja so hinten in der Backstube verschiedene Fächer haben, wo die Ingredienzien drin sind. Und das sind für mich in der Metapher jetzt, sage ich mal, verschiedene Organisationen oder vielleicht in einem Unternehmen verschiedene Abteilungen eines Unternehmens. Und wenn man jetzt eine Sachertorte backt oder einen Hefezopf, dann greift man auf unterschiedliche Bestandteile zusammen. Und das ist, glaube ich, ein Plädoyer für zwei Dinge, nämlich einmal, dass man Netzwerke eher antifragil oder dass man Netzwerke, sagen wir mal, flexibel, also es ist ein Netzwerk kann, man braucht für den Hefezopf andere Bestandteile als für die Sachertorte. Das heißt, das Netzwerk macht immer Sinn, abhängig davon, was sozusagen das Ergebnis sein soll, also was man miteinander machen will. Und das bringt auch den zweiten Aspekt rein. Es ist, glaube ich, immer gut, wenn man irgendwie nicht völlig absichtslos, sondern mit einer Idee losgeht, was wollen wir eigentlich miteinander machen. Ja, deshalb war auch meine Frage beim Impuls von Herrn Dürnkamp, der mir auch total gut gefallen hat mit diesen ganzen Initiativen. Ist denn auch eine Dienstleistung, nicht nur Geld zu geben, sondern zu sagen, ach, das und das hast du vor, da habe ich gehört, dass der und der da helfen könnte. Ja. Und vielleicht der letzte Impuls geht nochmal zurück auf die Studie. Wenn man jetzt mal einen Schritt weitergeht und sagt, im Silicon Valley sind wahrscheinlich so die Themen Kommunikation, Innovation und Nachhaltigkeit wahrscheinlich sehr lebendig. Und für mich wäre die Frage, ob sozusagen die Ergebnisse der Studie, ob die sozusagen anwendbar oder ob die den Erfolg vom Silicon Valley erklären würden oder ob es noch andere Erfolgskriterien gibt. Mhm. Das ist so etwas, was ich, ist jetzt ein bisschen viel, aber es hat sich so angestaut, was ich so in die Runde werfen wollte. Mhm. Danke, Herr Bindernagel, für diesen Impuls. Ein wesentlicher Aspekt aus diesem Impuls ziehe ich raus. Sie sagen, kein Netzwerk gleicht dem anderen, ja, so unterschiedlich wie die Backwerke sind. Jetzt mal so unterschiedlich sind auch Netzwerke. Es kommt auf die Zielsetzung drauf an. Und dann sprechen Sie Erfolgsfaktoren für Netzwerke an. Und das möchte ich nutzen, um Frau Iris Eberl jetzt aktiv mit einzubinden. Unsere verantwortliche Regionalmanagerin der Region, Geschäftsstellenleitung der Initiative Regionalmanagement Ingolstadt. Und Iris Eberl, vielleicht möchte ich das an Sie gleich richten. Was sind denn für dich Erfolgsfaktoren für ein regionales Netzwerk? Was macht für dich ein gutes regionales Netzwerk auch aus? Und wie sind wir hier in der Region aufgestellt? Ja, das meiste wurde tatsächlich gerade gesagt. Also diese Übersicht, die hat mir auch sehr gut gefallen, weil das eigentlich eine Zusammenfassung ist, was ich jetzt sagen würde in dem Bereich. Ich glaube, ganz wichtig, Herr Bindernagel, Sie haben es auch angesprochen, wenn ein Netzwerk erfolgreich sein soll, auch auf regionaler Ebene, wie bei uns in der Region 10 jetzt mit der Stadt Ingolstadt und den drei Landkreisen, ist es essentiell wichtig, dass man eine Zielrichtung braucht oder denselben Background. Ne? Man muss wissen, wo wollen wir hin.
Netzwerke können natürlich auch variabel agieren im Sinne von, man interessiert sich für ein Thema, man sucht nach einem Ziel, aber dann wird es schwierig, die Stetigkeit zu erreichen. Erfolgreich wird es eben dann, wenn es Ziel gegeben ist, wenn ich weiß, wo will ich hin. Ganz, ganz wichtig, die Transparenz. Die Mitglieder von einem Netzwerk müssen bereit sein, sich zu engagieren, ohne direkt immer selbst Profit zu erzeugen, ja, also selbst davon zu profitieren, diese Netzwerkarbeit durchzuführen und letztendlich praktisch für sich, ich will es jetzt mal überspitzt gesagt, fürs Gemeinwohl zu agieren. Dieses Engagement, ich habe mal hier ein paar Stichpunkte auch gleich mal mitgeschrieben beim Vortrag vorhin nochmal, die Offenheit, mit Themen umzugehen, das macht für mich erfolgreich. Und Herr Bindernagel, weil Sie jetzt auch die Frage nach Steuerung vorhin nochmal angesprochen haben, meine Erfahrung, was auch wiederum die Brücke zu der Frage nach dem Erfolg stellt, ich glaube, dass Steuerung der falsche Begriff ist. Federführung würde mir besser gefallen, Koordinierung. Also Steuern heißt immer, einer hat das Sagen, ne, und die anderen müssen folgen. Ich glaube, das ist veraltet, diese Vorangehensweise, aber eine Stelle, wo alles zusammenläuft, die ein bisschen den Treiber auch spielt, die Treiberfunktion innehat, das finde ich essentiell wichtig, nach meiner Erfahrung der letzten 10 Jahre bei uns in der Region 10, dass es dann funktionieren kann, wenn jemand den Hut auf hat und Expertise von außen zulässt. Das finde ich ganz wichtig. Also diese Offenheit für Neues, das macht erfolgreiche Netzwerke auch bei uns in der Region aus. Danke, Iris. Das war schon fast die Antwort auf die Frage oder den Impuls von Johannes Jung. Der schreibt, Vernetzung lässt sich initiieren, aber nur schwer steuern. Ja, du hast eh schon gesagt, der Begriff der Steuerung gefällt dir nicht so gut in dem Zusammenhang, sondern eher Federführung. Und bei kleinen und mittleren Unternehmen besteht das Spannungsfeld zwischen Arbeitsteilung und Wettbewerb. Aus deiner Erfahrung raus, Iris, siehst du das Spannungsfeld da auch? Das Spannungsfeld sehe ich auch. Wir haben einige große Projekte durchführen können, die im vorwettbewerblichen Kontext stattgefunden haben. Da sieht man auch, dass Transparenz durchaus funktionieren kann. Was immer schwierig ist, wenn man sagt, man möchte was erreichen, aber keiner trägt zu seinem Teil bei, weil jeder denkt, ich verliere jetzt was oder jemand anders könnte mir einen Schritt voran sein. Das Spannungsfeld ist tatsächlich gegeben und immer eine Herausforderung, auf jeden Fall. Mhm. Carsten, Frage an dich, ähnliche Frage, die ich an Iris Eberl gestellt habe. Welche Stärken siehst du im Netzwerk der Region Ingolstadt, speziell jetzt auch, sage ich mal, wenn ich das Wirtschafts- und Unternehmensnetzwerk, ja, welche Stärken siehst du da bezüglich des Wirtschaftsnetzwerks und der Unternehmensstruktur in Ingolstadt? Ja, die Unternehmensstruktur ist natürlich auch auf jeden Fall mit Audi als großen Autohersteller jetzt natürlich da gegeben. Wir haben aber viele Autozulieferer, die auch noch anderweitig tätig sind. Also wir haben viele Möglichkeiten, dass wir da im Bereich von Materialwissenschaften noch viel stärker ausbauen, im Bereich Cleantech viel mehr machen können. Also wir haben durchaus ein paar Hidden Champion und meine Kollegin, die Frau Waldmann, die führt momentan eine Wirtschaftsstrukturanalyse durch, zusammen. Ich glaube, die Irma ist auch mit dabei, komplette Region 10, die Wirtschaftsförderer der Region 10 sind mit dabei. Also insofern, da wollen wir auch nochmal schauen, welche Hidden Champion gibt es denn tatsächlich, damit wir es auch schwarz auf weiß haben, damit wir die auch fördern können. Und ich denke, da haben wir gute Chancen. Wir haben einmal die Automobilwirtschaft, die stark ist, aber parallel können wir auch noch andere starke Zweige aufbauen. Und wir haben da mit der Hochschullandschaft hier vor Ort, haben wir super Möglichkeiten. Wir haben im IT-Sektor haben wir Fachkräfte, die hier vor Ort ausgebildet werden. Also insofern blüht uns da, glaube ich, eine gute Zukunft. Mhm. Stichwort gute Zukunft und angeschlossen an einen Begriff, den Professor Pechlein in seinem Vortrag nannte, nämlich Bounce Forward. Wo könnten wir denn hingehen? Wo könnten denn die neuen Felder für die Region Ingolstadt sein?
Grünfelder. Also ich hatte eben schon ein paar genannt. Also nachhaltige Energieerzeugung ist auf jeden Fall ein Thema. Wir wissen, dass bei den Automobilen natürlich die Stromerzeugung jetzt immer wichtiger wird, aber auch Wasserstoff als Energieträger. Und da sind wir auch jetzt schon aktiv, damit wir da überhaupt die Netzwerke schaffen, damit wir da die Konzepte entwickeln, die dann peu à peu auch umgesetzt werden. Wir sind natürlich, wie gesagt, im IT-Sektor sind wir extrem stark. Das heißt, wir müssen auch da gucken, dass wir die künstliche Intelligenz, die Professoren, die wir hier vor Ort haben, die Studenten, die jetzt nach und nach mehr kommen, dass wir die natürlich dann auch aufbauen, dass die ihre Kenntnisse im Bereich der Produktion auch einsetzen, dass die auch in den Bereich Meditech zum Beispiel reingehen. Also wir sehen auch da, der Gesundheitsaspekt im Auto nimmt zu, zum Beispiel die Kontrolle von Gesundheitsaspekten. Zum Beispiel ist der Fahrer wach oder schläft er gleich ein? Aber es geht ja natürlich noch in viel weitere Bereiche rein. Das sind alles Dinge, die weiterentwickelt werden. Da werden wir Spezialisten hier vor Ort haben. Und die können natürlich auch dann ihre eigenständigen Projekte und Unternehmen dann im Bereich Meditech zum Beispiel dann umsetzen. Also insofern sehe ich da auch da, wie man in Kooperation einiges bewegen kann. Ich habe eine Wortmeldung im Chat, die, glaube ich, richtet sich noch an den Vortrag von Professor Pechlaner. Ich möchte das aber für die gesamte Runde hier reingeben. Und zwar von Hans Pütz: Wie steht Disruption in diesem Kontext? Welche Rolle spielt Disruption? Herr Pechlaner, Harald, möchtest du dazu etwas sagen? Kann man dazu etwas sagen? Die Disruption. Ja, auf jeden Fall. Super, super Diskussion übrigens da. Ich nehme auch noch gleich zum einen oder anderen Punkt Stellung. Aber zur Disruption. Die Disruption ist ja in gewissermaßen auch eine Entwicklung, die man nur in Ansätzen selbst im Griff hat. Ja, also es sind Rahmenbedingungen, die sich sehr schnell verändern. Und es geht dann darum, dass man daraus Geschäftsfelder Geschäftsfelder entwickelt. Ja. Ich meine, die Digitalisierung ist schon ein zentraler Treiber, von dem auch hier schon die Rede war. Ich würde auch meinen, dass die Digitalisierungskompetenz dieser Region eine sehr, sehr ausgeprägte ist, immer schon war, ja? Solange sozusagen die Technologiekompetenz ja auch schon in der Vergangenheit im großen Mobilitätscluster eine Rolle gespielt hat, sogar eine wichtige Rolle gespielt hat. Und ich vermute mal, dass diese Digitalisierungskompetenz durch die Entwicklung des Automobils an der Stelle auch noch einmal enorm an Bedeutung gewinnen wird. Und ich denke da, der Treiber könnte auch die Disruption voranbringen. Es war da die Rede von Antriebstechnologien, es war die Rede von Energiefragen, also das Energiethema. Wenn das Energiethema für diese Region wichtig ist, und die würde Herrn Dörnkanter absolut zustimmen, dass das ein Weg sein kann für die Region Ingolstadt, dann steckt da auch ganz viel Disruptionspotenzial drin. Ja, weil die Energie, eines ist die physikalische Energie, aber sie ist Gegenstand einer politischen Diskussion auf globaler Ebene. Und da die richtigen Weichen zu stellen, das kann man nicht immer selbst machen. Man ist ein Stück weit auch von Rahmenbedingungen abhängig und muss sich dann sehr, sehr schnell und agil bewegen. Also ich fände, dass dieser Aspekt, hier war ja vom Wasserstoff die Rede, um nur einen Aspekt zu nennen, dass man da schon, dass es diese Disruption sehr wohl geben kann. Ja, und die Resilienz, und jetzt komme ich zurück zu meinem Eingangsstatement, wo ich gesagt habe, eine Region, die im Igelmodus ist, ja, die läuft Gefahr, vor lauter Resilienz gewissermaßen die Innovation einzusperren. Ja? Und dann findet sie eben nicht mehr statt. Ja? Und das wäre gefährlich. Resilienz kann nicht gewissermaßen unsere, wie soll ich sagen, eine Vollkaskoversicherung, ähnlich einer Vollkaskoversicherung gewissermaßen ein Sicherheitsdenken der Region beflügeln, wo man sich bei allem absichern will. Das alleine wird uns nicht weiterbringen. Ja? Unternehmer
Denken in diesen Netzwerken wird weiterhin von großer Bedeutung sein. Mhm. Und deswegen habe ich auch noch einmal, Herr Bindernagel, die Frage ist sicher richtig. Ich glaube, Sie waren es mit dieser Frage der Führung auch in den Netzwerken. Ob da einer die Führung übernehmen soll, da bin ich skeptisch. Ich glaube, es braucht einfach ein Netzwerk. Das ist auch ein Lifestyle im Übrigen. Das ist natürlich ein bisschen, hat das auch mit dem Silicon Valley zu tun. Ein wenig war es Lifestyle. Aber es war natürlich nicht ein großer Player da und viele andere kleine Unternehmen haben sich um diesen großen Player geschart. Und natürlich andere Branchen auch noch. Das, denke ich, ist der große Unterschied zum Silicon Valley. Aber es waren Lifestyle, es waren Unternehmen, die begonnen haben, einerseits ganz, wie soll ich sagen, Konkurrenten zu sein und trotzdem in zentralen Bereichen miteinander den Weg zu gehen und haben in dem Sinn auch Arbeitsmärkte in der Region selbst geschaffen, die natürlich heute eine riesige Region ist. Es erinnert mich ein bisschen an die Herausforderung, die es auch in dieser Region, Ingolstadt, immer wieder gegeben hat. Ja? Wenn der große Player dieser Region bei war, dann haben alle anderen gewartet, bis der große Player sagt, wo es lang geht. War der große Player in einem kooperativen Netzwerk nicht dabei, dann hat man sozusagen versucht, eben andere Wege zu gehen und hat sich gefragt, was können wir tun, damit der große Player wieder dabei ist. Also diese, mit der Führung, das ist in dieser Region Ingolstadt noch einmal ganz ein spezieller Fall, ja, weil wir einen sehr dominanten Player haben. Und der allerdings auch, wie wir in der Spinne, mit dem Begriff Spinne im Netz gesehen haben, natürlich auch ein sehr starkes Netzwerk geschaffen haben, das auch resilient ist, natürlich, das per se auch resilient ist, weil so schnell kippt das Netzwerk nicht. Und wenn dieses Netz einigermaßen diese Transformation mitgestalten kann, dann sehe ich für diese Region eine sehr, sehr interessante und spannende und jedenfalls positive Zeit kommen. Ja? Und es sieht ganz danach aus, als wenn es auch so sein würde. Also die Netzwerke, da bin ich mir mit Herrn Bindernagel hundertprozentig sicher, die müssen flexibel bleiben. Und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, sie müssen nicht immer ein ganz explizites Ziel haben, wenn wohl das Netzwerk eine Strategie ist, um ein Ziel zu erreichen. Aber das Ziel können wir nicht immer ganz klar herausarbeiten, weil es durch die großen Fliehkräfte der Transformation sich auch laufend diese Dinge ändern können. Also die Anpassbarkeit in dem Netzwerk ist gerade in Zeiten wie diesen extrem wichtig. Ich würde den Begriff statt Steuerung, würde den Begriff Governance verwenden. Das ist natürlich das Gleiche, nur in Englisch. Aber in der Governance-Forschung reden wir ganz viel von Selbststeuerung. Also die Steuerung im Sinne der Selbststeuerung. Und um die geht es. Regionale Governance bedeutet, dass wir Impulse setzen. Herr Dörenkamp hat exzellent gezeigt, wie eine Organisation wie IFG Impulse setzen kann. Und dann muss Verantwortung passieren in den Netzwerken. Das heißt, die Netzwerke übernehmen auch selbst und haben das in der Hand, ob sie die Dinge weiterentwickeln oder nicht. Wenn das nur ein zentraler Player machen würde, dann würde das zum Scheitern verurteilt sein. Danke, Harald Pechleiner. Interessante Aspekte. Nochmal zum Thema Disruption. Harald, ich fasse das zusammen. Ja, Resilienz bedeutet nicht, sich einigeln, sondern keine Angst auch vor disruptiven Entwicklungen zu haben, offen zu bleiben, über den Tellerrand hinauszuschauen, flexibel bleiben. Eine Frage, die ich stellen möchte an Iris Eberl, darüber haben wir noch gar nicht so stark gesprochen. Wir haben sehr viel jetzt über die Resilienzstudie gesprochen, aber was waren denn eigentlich die Gründe dafür? Warum wurde die Studie denn eigentlich beauftragt? Der Pechleiner hat es ja schon angesprochen. Wir haben vor 10 Jahren mittlerweile die Wertschöpfungskompetenzstudie ja veröffentlicht und es war definitiv Zeit, einige der Ergebnisse zu validieren.
Jetzt war es dieses Mal aber ganz, ganz wichtig, nicht nur eine Studie in der Hand zu halten, sondern letztendlich, ja, Herr Pechler, ich hoffe, Sie stimmen zu, man kann es als Handlungsempfehlung sehen. Das heißt, wir haben konkrete Maßnahmen angefordert, was wir als Regionalmanagement, letztendlich aber vor allem die Region mit allen Partnern, die wir ja kollegial zusammenarbeiten, tun können in der Zukunft. Der Pechler hat es vorgestellt, Experimentierregion, Kultur- und Kreativwirtschaft, da haben wir viele Einzelmaßnahmen in unserer Studie jetzt noch drunter, die letztendlich in Projekte übergehen sollen. Und das war das Ziel, einfach herauszustellen, was muss man konkret tun? Nicht nur was den Status quo abfragen, sondern was sollten wir tun? Und diese Ergebnisse haben wir jetzt tatsächlich durch die Studie vorliegen und ergänzt hoffentlich durch die Strukturanalyse, die jetzt die IFG mit der Region zusammen antreibt. Also das wird ein schöner Verbund an ganz konkreten Handlungsempfehlungen. Extrem wichtig. Darf ich einen Punkt ergänzen oder betonen, den Frau Eberl hervorgehoben hat und den auch Herr Bindernagel noch einmal im Chat hervorgehoben hat. Disruption braucht Menschen, die zusammenkommen, welche gewöhnlicherweise nicht zusammenkommen. Und die Kultur, Kunst, Kultur und Kreativwirtschaft könnte so ein Motor sein. Ja? Das ist, wie soll ich sagen, das ist das, die Kultur ist salopp gesagt zuständig für das Unangepasste. Und wir sind häufig in dem, was wir tun, sehr angepasst, selbst in den Innovationsprozessen. Und ich glaube, es würde der Region unglaublich gut tun, wenn sie Kultur und Kunst, die grundsätzlich mal per se als sozusagen ohne Zweck arbeiten, ja, da geht es nicht darum, sich für die Wirtschaftszwecke vor den Karren zu spannen, sondern es geht darum, eine Symbiose zu schaffen zwischen Kunst, Kultur und Wirtschaft beziehungsweise Gesellschaft. Und ich denke, jeder, der in die Kunst und Kultur investiert ist, ist ein Guter für die Wirtschaft, ja, dieser Region. Aber die Wirtschaft, das Wirtschaftssystem muss das noch als einen ganz hohen Wert erkennen. Es ist nett, da drüben ist die Kultur, die haben da den Kulturtempel, der kostet viel Geld. Und auf der anderen Seite ist die Wirtschaft, sondern das gehört eigentlich in dieser Region auf das Engste zusammen. Das hat Nachholbedarf, meiner Meinung nach. Da gibt es die Kreativwirtschaft per se, da hat ja auch IFG schon Maßnahmen gesetzt, wie ich gesehen habe. Aber es gibt eben auch noch Kunst und Kultur, die sozusagen weniger in Wirtschaftskategorien denken, sondern in kreativen Kategorien denken, in Entwicklungskategorien. Die sind alles nur nicht angepasst. Und darum müssen wir uns kümmern. Und das schafft auch die Disruption oder zumindest Denkräume, die sozusagen eine Disruption allenfalls leichter verkraften lassen, weil auf vieles sind wir nicht gefasst. Und die Kulturleute sind ja oft Leute, die ja weit vorausdenken, weil sie eine ganz andere Sensibilität für Gesellschaftsfragen haben. Herr Pechlaner, vielleicht kann ich jetzt da wiederum kurz anschließen, was mich am meisten beeindruckt hat bei der Studie. Sie sprechen jetzt die Kreativität in Unternehmensprozessen an, also praktisch in innerbetrieblichen Prozessen in der Aufstellung des Unternehmens. Was mir gefallen hat, Kultur letztendlich auch als wichtiger Part einer lebenswerten Region. Ne? Und da sind wir jetzt wieder beim Konzept des Lebensraums. Also Kultur- und Kreativwirtschaft als Nutzen für die breite Bevölkerung. Wenn ich hier stark bin, in dem Bereich, wenn ich da eine Förderung zustande bringe und die Attraktivität des Standorts dadurch steigern kann, locke ich Fachkräfte an. Diese Fachkräfte brauche ich dringend, um die Wirtschaftsstärke, die Resilienz zu steigern. Also es hängt ganz, ganz viel an diesem Kulturbegriff und ich hoffe, Sie stimmen mir zu, das hat sich in den letzten 5 bis 10 Jahren schon noch mehr geändert. Also früher hat man weniger davon gesprochen, ganz einfach, weil wir diese starke Spinne hatten und immer noch haben, um Gottes Willen. Aber ja, der Mindset, wenn man so will, geht ganz, ganz stark in die Richtung und das bei uns in unseren Workshops zur Resilienzstudie von Anfang an einer der höchsten Stellenwerte eigentlich. Da wurde ganz viel diskutiert und ich glaube, das ist eins der Hauptergebnisse der Resilienzstudie, dass das ein höchst förderfähiger Bereich ist, sowohl in der Szene als auch innerbetrieblich. Ja, und man kann nur das ergänzen, was Claudius Rehbein ja auch noch in den Chat geschrieben hat, wo wir wenn wir von Kultur reden, ist der Sport nicht weit. Das ist ohne Zweifel der nächste Bereich, der stark in die Diskussion kommen muss, wenn es um
Entwicklung geht. Wir hatten ja in der Vergangenheit auch dazu in anderen Studien schon Stellung genommen. Der Sport ist ein Resilienzfaktor, einmal durch den gesellschaftlichen Wert, weil Menschen zusammenkommen. Und ich sagte vorhin, dass die Soziologen ja ganz stark darauf jetzt fokussieren, dass durch die Pandemie eben viel an Resilienzkraft verloren gegangen ist, weil wir nicht zusammengekommen sind. Es nützt nichts. Am Ende wird es die Präsenz eben doch brauchen. Das ist der eine Faktor und der Sport kann Resilienz zur Resilienz beitragen durch den Gesundheitswert natürlich noch. Das ist das nächste Thema. Beides zahlt auf die Resilienz massiv ein. Und wenn da jetzt noch Kultur und Kunst dazu kommt, ich sage jetzt einmal ganz salopp, Kultur als Gesundheitsfaktor, Kultur als Faktor, der die, wie soll ich sagen, Immunkräfte stärkt, etwas überspitzt formuliert, auch dieses Verständnis tut einer Wirtschaftsregion gut. Das sind übrigens neue Ansätze, die nicht so von irgendwo hergeholt sind, sondern man diskutiert dies Kunst und also Kultur und Gesundheit beziehungsweise Sport und Gesundheit zunehmend auch zusammen. Die Pandemie hat uns gelehrt, dass wir das auch stärker zusammen sehen müssen. Da könnte ich mir gute Chancen für die Region Ingolstadt vorstellen, weil Sport da ist, weil Kunst und Kultur da ist, aber weil beides noch massiv gefördert werden muss. Also als eines der ersten Ergebnisse der Resilienzstudie widmen wir im November, sofern es die Pandemie zulässt, einen kompletten Tag der inneren Resilienz. Also wie es Herr Pechlaner gerade angesprochen hat, einfach die Stärke des Individuums. Und wir haben uns schon erst gefragt, naja, neben der wirtschaftlichen Resilienz, wie es jetzt dieses Format auch zeigt, soll man das Thema überhaupt angehen? Ist es zu esoterisch? Aber die Nachfrage auch von Akteuren der Region ist enorm. Also wir sind völlig baff. Man kann einen Tag gestalten in diese Richtung, sei es mit Familie, Kinder. Ne? Also jede Fachkraft, jeder Arbeitnehmer letztendlich muss stark sein. Und also nur darauf aufzusetzen, eine der ersten Umsetzungsmaßnahmen aus der Resilienzstudie geht tatsächlich auf diese innere Stärke, wo Kultur und Sport natürlich einzahlt. Eine Frage, die ich mir eben notiert habe, die mich beschäftigt, die ich in die Runde geben möchte, vielleicht auch mit erster Ansprechpartner Carsten Dörnkamp. Harald Pechlaner sagte, die, so in meinen Worten, unangepasste Kreativität ist wichtig, ja, die freidenkende Kreativität. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, wie bekommt man die unangepasste Kreativität in die etablierte mittelständische Wirtschaft? Wie kann man das fördern? Müsste es neben Nachhaltigkeit, Resilienz, Digitalisierung so eine vierte Förderlinie in Zukunft geben, Kreativität in mittelständischen Unternehmen? Also ich glaube ja, dass die Kreativität ganz von alleine kommt, wenn Personen miteinander sprechen. Das heißt, genauso wie wir es eigentlich ursprünglich vorhatten, eigentlich wären wir heute alle zusammen in einem Raum. Wir würden jetzt diskutieren, wir würden danach ein paar Getränke uns greifen, wir würden noch weiter diskutieren. Man redet mit Personen von anderen Fachrichtungen, man bekommt neue Ideen, ob es jetzt Kunst- und Kulturwissenschaft ist oder ob es ein ITler ist, der mit einem Ingenieur auf einmal redet. Es sind trotzdem unterschiedliche Denkweisen. Die einen sind einem näher, die anderen sind nicht so nah, aber all das setzt Kreativität frei. Und insgesamt muss ich sagen, bin ich begeistert, wie innovativ und kreativ dann doch die KMU eben hier sind. Also ein super gutes Beispiel ist Trimatec, ein typischer Automobilzulieferer, der eben während der ersten Welle gesagt hat, komm, wir machen Beatmungsgeräte. Und das ist natürlich enorm. Also man kann auch kreativ sein oder man kann einfach innovativ sein. Und manchmal geht es von außen mit ein bisschen Druck, vielleicht das Netzwerk, was geschaffen wird. Ich kann aber durch Druck keine Kreativität erzeugen an sich. Das heißt, die Personen brauchen selber Spielraum, die brauchen Luft zum Atmen, Luft zum Reden. Und deshalb freue ich mich eigentlich auch schon dann demnächst wieder auf physische Veranstaltungen. Super, das ist fast ein Zitat aus der von Harald Pechlaner erwähnten Graz-Studie, die wir gemacht haben. Was fördert Kreativität? Auf der einen Seite der Freiraum, aber auch in Kombination mit einer gewissen Struktur, um die Ideen in eine Bahn zu bringen.
Und passt auch wunderbar, schöner Impuls wieder von Herrn Bindernagel. Den Impuls möchte ich vorlesen. Disruption, man könnte jetzt auch Kreativität sagen, braucht Menschen, die zusammenkommen, welche gewöhnlicherweise nicht zusammenkommen. Und der zweite Impuls, es braucht strukturierende Impulse, nicht von einer, sondern von vielen Personen. Also eben wieder das Zusammenkommen, miteinander reden, unterschiedliche Blickwinkel zu kombinieren. Jetzt schaue ich mal in die Runde, gibt es eigentlich Wortmeldungen? Ich hoffe, ich habe keine Wortmeldung oder Handmeldung in irgendeiner Weise mal übersehen. Herr Bindernagel hatte sich zwischendrin gemeldet. Steht die Wortmeldung noch oder gibt es weitere Teilnehmer hier? Nee, passt alles. Also schöne Gesprächsrunde heute, viele, viele tolle Impulse. Ich finde das heute richtig klasse. Leider kommen wir schon zeitlich gesehen ans Ende unserer Veranstaltung. Ich möchte aber so den Abschluss dieser Gesprächsrunde gemeinsam mit Iris Eberl machen. Iris, ich möchte dir das Abschlusswort dieser Gesprächsrunde überlassen und frage dich, was sind denn so für dich Ziele oder auch Wünsche für die Region Ingolstadt? Also ein Ziel, und das denke ich, ist auch einfach zusammenfassend, was gerade gesagt wurde, offen sein, Neues zulassen, kreativ sein. Ich glaube, das ist es, was die Region 10 in Zukunft braucht. Über den Tellerrand schauen, irgendwer hat out of the box auch geschrieben, genau, das trifft es auf den Punkt. Was ich mir wünsche, ist, dass die Region 10 wirklich auch weiterhin so zusammenarbeitet, wie es seit einiger Zeit der Fall ist. Carsten, du hast das angesprochen, also die Wirtschaftsförderung an sich macht schon, es entstehen zurzeit über uns auch viele kleinere Netzwerke. Da wünsche ich mir, dass es so bleibt. Das wird dringendst notwendig sein, weil es wird der Transformationsprozess auf uns zukommen. Also ich denke, ist nicht zu verheimlichen, das wird kommen. Das wünsche ich mir, dass wir da gemeinsam auf erfolgreicher Spur bleiben. Und was ich mir für die Region und alle wünsche, ist, dass man sich wirklich immer wieder bewusst ist, wie gut, dass wir es hier trotzdem noch haben und wie schön, dass wir haben. Also wir leben schon noch da, wo Milch und Honig fließen. Darf man auch nie vergessen, egal wie schlecht es manchmal vermeintlich läuft. Vielen Dank, Iris Eberl, und herzlichen Dank an alle, die heute mit dabei waren. Carsten Dörnkamp, vielen Dank für deinen Impuls und für die Teilnahme an der Gesprächsrunde. Professor Harald Pechlerner, auch herzlichen Dank für deinen Vortrag und für die tollen Impulse. Franziska, wir werfen noch einen Ausblick auf die kommenden Workshops. Franziska, darf ich dich bitten, dass du da kurz drauf eingehst. Wir werden ja auch diese Diskussion heute in den Workshops weiterführen. Gerne. Und wann stehen die nächsten Workshops an, zu denen alle eingeladen sind? Gerne, vielen Dank. Ich freue mich auf jeden Fall über die Teilnehmer, die wir heute auch seit Anfang, Beginn unserer Veranstaltungsreihe seit letztem Oktober mitgezogen haben. Aber freue mich natürlich auch, wenn Sie das in Ihren Netzwerken, die Sie ja schon vorhanden haben, die Netzwerke, die gut funktionieren, weitergeben, einen Aufruf an unseren Workshops teilzunehmen. Wir haben für diese Veranstaltung nun zwei in Folge geplant. Unser kommender Workshop wird in 3 Wochen stattfinden unter dem Titel In Verbindung bleiben, wie Kommunikation zur Nachhaltigkeit beiträgt. Wir haben heute gelernt, dass auf jeden Fall Kommunikation einen wesentlichen Beitrag zur Vernetzung dient und natürlich auch, um die Nachhaltigkeit in der Region zu fördern, unser Miteinander und den Zusammenhalt zu kreieren. Und dadurch wollen wir verstehen, was sind denn die Kundenwünsche und welche Erwartungen gibt es in der Region, um die Unternehmen als gesellschaftlichen Akteure herauszustellen. Ungefähr einen Monat später, bevor wir in die Sommerpause der IFG-Veranstaltungsreihe gehen, werden wir Sie auch noch mal einladen zu unserem Workshop »Alles in Bewegung«. Nachhaltigkeit als Antrieb für Ideen und Innovation. Sie sehen, wir konnten uns es nicht verkneifen, das in groß zu schreiben, weil wir die regionale Wertschöpfung natürlich hier
beibehalten wollen. Wir wollen neue Ideen und Produkte auf Basis von Nachhaltigkeitsmethoden kreieren und sind auch super gespannt, welche Ideen Sie schon haben für regionale Versorgungsnetzwerke, was es da noch braucht und wir auch hier Impulse aus bereits vorhandenen Fördermaßnahmen, Beispielen von Herrn Dörenkamp gehört haben, von vorhandenen kleinen mittelständischen Unternehmen, die dazu eingeladen sind, ihre Erfahrung zu teilen und auch gerne nochmal in ihren Netzwerken diese Workshop weiterzugeben, um die Daten, Informationen, Trends und Kundenwünsche auch uns mitzuteilen, sodass wir die auch mit der IFG vorantreiben. Außerdem möchte ich natürlich auch aufmerksam machen über die komplette IFG-Veranstaltungsreihe. Besuchen Sie auch weiterhin die Resilienz- und Digitalisierungsworkshops und Hauptveranstaltungen. Das Schlusswort darf ich dann an dich geben, Michael. Ich freue mich, dass Sie alle mit dabei waren und so fleißig Ihre Fragen an uns gerichtet haben. Gerne stehen wir natürlich auch hinterher per E-Mail oder per Telefon noch für Sie zur Verfügung. Ja, vielen Dank, Franziska, für den Ausblick. Ich darf mich an der Stelle nur noch mal bedanken für die heute, finde ich, tolle Runde. Sehr interessante Gespräche. Vielen Dank an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Vielen Dank vor allem auch an die IFG Ingolstadt für die Organisation, insbesondere Maximilian Mayer, der die ganze Veranstaltungsreihe koordiniert und organisiert. Das war's von meiner Seite. Kommen Sie gut nach Hause. Brauchen wir ja nicht sagen, aber haben Sie einen schönen Abend. Vielen Dank.